Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer Partie New Cycle. Ein postapokalyptisches Städteaufbauspiel, wie wir es auch in der Vergangenheit häufiger schon mal gespielt haben, wie zum Beispiel Surviving the Aftermath und so. Und da reiht sich das, glaube ich, ganz gut ein. Die Demo ist frisch draußen. Sie duftet noch nach Entwicklerofen und wir machen direkt ein neues Spiel. Ich habe es noch nie gespielt, deswegen ist für mich jetzt hier gerade alles neu. Wir erkunden das Spiel zusammen und schauen mal, was es so kann. Es gibt noch eine Info, die ich nicht lese, was mir sehr, sehr leid tut. Es gibt vier verschiedene Optionen. Sandbox, Campaign, Sanity und Old Ways scheint mir noch nicht freigespielt zu sein. Das ist ja die Demo. Und deswegen würde ich sagen, machen wir mal die Kampagne, da lernt man das. Ach, die ist locked. Die Kampagne ist locked. Das ist locked. Wir haben nur das. Okay, wir haben nur die Sandbox. Vergisst, was ich sagen wollte. Meadow, Tundra, Steppe, Mountain. Wir nehmen natürlich Meadow. Ich habe übrigens die Sprache auf Deutsch gestellt. Aber es ist halt so oft natürlich bei Spielen, die noch nicht ganz fertig sind, dass die teilweise übersetzt sind und zu anderen Teilen vielleicht noch nicht. So, lass uns mal direkt hier das Spiel ein bisschen pausieren. Ein bisschen Sound reinballern. Okay, also. Hört ihr Sound eigentlich? Welcome to New Cycle. You are now the governor of this little community. It's been nearly half a century since the first solar flare. In the initial moments of the catastrophe, we lost our entire technological infrastructure, our means of global sourcing, and almost everything that we can share as a civilization. The following years were humanity's darkest, having to wrestle with constant impossibility and despair. From battles fought with sticks and stones to nuclear wars, we ended up destroying ourselves. What little the sun had left for us. Die Musik dazu ist auch echt ganz, ganz dramatisch und traurig. Everyone here was born into this new world and you have to be their leader. Our current filmsy shelter can't carry us far. We must rebuild everything from scratch with the efforts of those who remain so we can establish a sustainable way of life. We need to rediscover our lost knowledge and explore our surroundings to create new possibilities. Most importantly, beyond merely surviving, we have to find a way of securing our next generation by whose time the world may not be habitable anymore. We don't know how we can preserve life as we know it, but we can at least help build something that we may call home. You may start with a tutorial. Ja, machen wir das Tutorial. Sieht schön aus, oder? Ja, lass mich doch mal gucken. Ich muss immer direkt hier diese Fenster bedienen. Chief! Das bin wohl ich, ne? Our nomadic lifestyle gave us enough knowledge to build simple shacks. If we are to settle down, here we will need sturdier and more durable shelters, workplaces and storage depots. And for that, we need to be able to process a variety of resources. We can get started collecting some resources. Primitive structures made of wood, logs and stones will suffice for a start. We can gather those new raw materials by building a field camp close to the resources we need. Ja, so, jetzt. Ah, ich kann leider nicht im Pausemodus mir dieses Spiel anschauen, was ich ja immer sehr, sehr gerne mache. Aber der erste Blick ist direkt ein schöner. Guck mal, das sieht echt gut aus. Und was ich irgendwie mag, ist, ja, es ist Apokalypse, aber es ist alles grün. Es ist mal nicht so dieses verdorrte, verdorbene, radioaktive Land, wo man sich irgendwie die ganze Zeit in so einer braunen, kloakeähnlichen Landschaft befindet. Sondern es ist alles schön, es gibt Bäume, hier, es gibt so, guck mal, diese Lichteffekte. Also es gefällt mir direkt gut. Wird übrigens gepublished von Dedelic. Und ist, glaube ich, Core Labs sind, glaube ich, die Entwickler. Das ist ein polnisches Entwicklerstudio, wenn mich nicht alles täuscht. So, schauen wir uns das doch mal genauer an. Hier laufen über Leute lang. Unser Camp Name. Ja, ist natürlich Rötzling, ne? Ist doch klar. Rötzling Main Hall. Guaranteeing the continued existence of our community might be possible with a sustainable development model. We must extend in a controlled manner, utilize resources. Ja, ja, das machen wir alles. So, dann lass uns doch mal schauen. Also genau, das ist hier unser Town Center. Dann fangen wir doch wie immer vermutlich an mit... Oh, hier wird uns das Grid System erstmal erklärt. The Grid System of the Free System, or the Free System, can be used to place the buildings. On the map you can switch between these two systems by pressing Tab Key. For the Grid System, the R key performs a 90 degree rotation. For the Free System, the Q and E keys allow to spin continuously in different directions. You can place more than one of the selected structures by holding on Shift Key. Okay, das gefällt mir gut, das mag ich. Also ein Field Camp. Organize workers to collect iron, stone and log efficiency to meet the increasing need for raw materials.
Ja, sieht doch ganz gut aus. Dann musst du doch wahrscheinlich irgendwo hin, wo diese Ressourcen auch sind, beziehungsweise das Gathering Camp. So, das ist dafür. Ich frage mich gerade, organizes workers to collect. Muss ich dann eventuell... Guck mal, hier gibt es ein paar... Das finde ich sehr gut. Anzeigen, was ich in meinem Umkreis finde. Hier ist verdammt viel Holz, das ist super. Aber hier ist Holz und auch Iron. Komm, wir gehen mal hier hin. Hier ist so ein Wall. Das ist eine Straße. Okay, dann lass uns doch mal hier irgendwie gucken, dass wir vielleicht an die Straße rangehen. Wir können es mit R drehen. Und was hat sie gesagt mit Tab? Kann ich... Ah ja, so kann ich komplett frei drehen. Wo ist der Eingang? Ist der Eingang da, wo dieses Dreieck ist? Wir machen einfach mal so. Under Construction. Wir bauen erstmal das Field Camp. Hier unten sieht man, das seht ihr gerade nicht. Ich mache mich mal weg. So. Da seht ihr die Jahreszeiten. Da seht ihr die Jahreszeiten. Warte mal. So, kurz was eingestellt. Und wir haben No Dangerous Weather Events Observed. Das ist doch gut. Also, dann lass uns mal schauen, was unsere Bewohner jetzt machen. Boah, der schleppt hier erstmal... Okay, das sieht... Kann ihm da nicht jemand helfen? You did well, Mila Witt? You really did. Dankeschön. Kann man die umbenennen? Nee. Okay, wir können die leider nicht umbenennen, sonst hätte ich die natürlich wieder nach euch benannt. Oh, wie sie hier schleppt, ist keiner hilft. Wäre das nicht effizienter, einfach mehrfach zu gehen und dann weniger zu tragen? So wie er das hier zum Beispiel macht. Sie macht gar nichts. Schauen wir uns mal an, wie die Hütte hier aufgebaut wird. Das ist ja auch immer so ein Ding. Ne? Bei so Spielen sieht das schön aus. Also hier sieht man nicht wirklich irgendjemanden was machen. Aber man sieht, wie das Gebäude errichtet wird durch diesen kleinen Fortschritts-Hexagon. Knopf. So, also das Field Camp ist fertig. Okay, und jetzt können wir nämlich hier einstellen, Woodcutter oder Stonecutter. Aber das hier ist nämlich an den Air Iron. Okay, das bedeutet, wir können hier keine Stonecutters machen, weil hier keine Stones in der Nähe sind. Aber Iron ist uns nämlich noch gelockt. Das heißt, das ist schon eine zukunftssichere Geschichte, denn wenn das Holz alle ist, können wir hier das Iron mit dieser Hütte hier klar machen. Sagen wir erstmal hier drei Arbeiter gehen rein. Holz braucht man immer zu Beginn. Auch wenn das natürlich jetzt eine Location ist, die gar nicht so sehr bewaldet ist. Ich weiß nicht, warum die hier nicht angezeigt werden. Hier wird was angezeigt. Sind die vielleicht... Brauchen die eine gewisse Größe erst? Müssen heranwachsen? Möglicherweise zeigt der mir nur die fertig gewachsenen, aber der ist klein. Na, ich weiß es nicht. Hier wäre jedenfalls noch mehr Holz zu holen gewesen. Vielleicht auch in dieser Richtung hier. Aber ich hatte gedacht, wegen des Eisens... Können wir drüber nachdenken, ob wir das vielleicht hier nochmal eins machen. Ach, guck mal, da ist auch Stein. Dann lass uns doch direkt eine zweite Hütte bauen. Die hier Stein, das sogar auch noch Eisen. Aber die hier vornehmlich das macht. Was ist, wenn ich dich hier so an die Straße setze? Ja, ich baue einfach nochmal eine zweite. Denn wir werden ja auch Stein benötigen. Dann baut ihr die nochmal. Also, unsere Missionsziele. Build a field camp, gather 20 logs und gather 10 stones. Wir haben derzeit 0 Loks, wir haben alles 0, auch nichts zu essen und so, aber wir haben auch dafür keinen Strom, also das ist wenigstens fair. Sind wir hier. Overview, Help, sieht gut aus. Food, nix, wir haben einfach nichts. Production, noch nichts passiert. Summary, logischerweise auch noch nichts zu sehen. Aber wir sehen, wir haben hier unsere zwei Field Camps, das andere ist noch nicht fertig und unsere Main Hall. Und man kann hier... Achso, da kann man auch direkt hinspringen. Das gefällt mir. So, dann würde ich mal vorschlagen, Leute, nehmt mal eure 7 Sachen und schleppt die da jetzt zu unserem zweiten, ehrlich gesagt, besser positionierten Holzfällerhütchen, weil das ist natürlich auch ein bisschen weiter weg von der Basis. Lass uns mal schauen. Wir können Dusty Road machen, die ist aber noch nicht researched. Einen Check können wir irgendwann machen. Gathering Camp. Hier gibt es auch noch verschiedene Tierstufen. Dann eine Lumber Mill... Soup Kitchen, Forge und Smith.
Außerdem Stockpile Windmill Scout Grids Technical Bootcamp. Also zu Beginn ist da auch noch ein bisschen was zu erforschen. Hier ist unsere Water Layer. Wind Layer, okay. Das wird sicherlich irgendwann nochmal eine Bedeutung haben, vielleicht wenn das Wetter sich verschlechtert. Fertility Layer zeigt die Fruchtbarkeit des Landes an. Es ist wichtig für die Planung, dass wir direkt vielleicht hier so in Gegenden, die nicht so fruchtbar sind, dann irgendwelche Produktionsgebäude errichten und uns hier so ein bisschen Land für Farms, für Bauernhöfe übrig lassen. Und Drilling Layer. Sieht man noch nichts. Das wird dann was. Ist Drilling, ist das Öl? Vermutlich, ne? Okay, also da haben wir schon so ein paar Informationen. Wie sieht das aus mit Geschwindigkeit? Gibt es hier immer 3 Stufen? Okay, das ist hier noch die falsche. Guck mal hier. Kleiner Grafikfehler. Da ist noch die doppelte Geschwindigkeit drin, oder? Okay, das müsste ja nahezu Pause sein. Jetzt geht es hier schnell. Okay. Dann haben wir das Gebäude auch fertig. Und hier können wir jetzt die Steinschneider reinsetzen. Available Resources 4345, Workforce 33. Heißt es, dass ich 33 Steine am Tag bekomme oder was? 100 Steine am Tag. Komm, ballern wir mal richtig rein. Wir müssen natürlich auch mal gucken. Wir haben. Wie viele Worker haben wir denn? 35 Erwachsene. 26 haben davon nichts zu tun, deswegen ist es schon okay, dass wir die hier voll reinballern. Und wir müssen ja auch 10 Steine nur. 20 Loks haben wir schon. Sehr gut, das heißt nur noch 10 Steine. Können wir ein bisschen beschleunigen. Dann kommen wir auch voran. Hack, 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 hack. So, das haben wir. Dann kommt jetzt die nächste Stufe des Tutorials, nehme ich mal an. Processing and development. Off to a promising start, Chief. We may go on gathering nearby resources for a while. We should focus on producing more complex materials by processing the raw ones. Our settlement can develop as far as the limits of our knowledge can on production. Okay. Wir brauchen eine Lumber Mill. Eine Lumber Mill müsste dann ja bei Production sein. Da ist sie schon. Dann setzen wir mal die Lumber Mill. Ich glaube, das hier ist der bessere Ort. Und jetzt muss ich mal checken, ist das denn jetzt tatsächlich der Eingang? Ja, ne? Dann setzen wir den mal hier hin. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, das Platzierungstool, weil mit dieses Grid, ne? Das kann ich aber ausschalten, da kann ich es komplett frei setzen. Aber wenn man halt Bock hat auf so geometrische Planungssicherheit, dann kann man das so machen. Das gefällt mir echt gut. Und dann machen wir den Eingang so und da ist dann der zweite Eingang. Das ist schon okay. Doch, das gefällt mir echt gut. Mein erster Eindruck ist sehr positiv. Ich mag den Grafikstil. Und dieses Setsystem scheint mir sinnvoll zu sein. Mal gucken, wie sich das dann im Verlauf der Zeit alles so ausspielt. Wir fliegen mal in den Wald rein. Schaut euch das mal an. Kann sich sehen lassen. Also muss ich wirklich nicht verstecken hinter vergleichbaren Titeln. Lass uns mal ein bisschen die Zeit beschleunigen, damit unsere Lumber Mill fertig werden kann. Hier sieht man jetzt auch dann doch, wie die bauen. Das haben wir eben nicht so gesehen. Es geht so langsam fließend in so verschiedene Phasen über. Finde ich auch in Ordnung. So, jetzt ein Gewitter. Hui. Da fühlt man sich richtig wohl, wenn man dann drin ist. Okay, die Lumber Mill ist fertig. Production buildings are the most important structures of the city. You can choose the product you want to the current building to create here. A building can only create one type of production at a time. Okay, also wir können jetzt hier entweder Holzbalken machen oder was ist das hier? Target Production? Production Calculation? Okay, no workforce.
Also, wir wollen jetzt... Mal gucken, was ist das? Das ist ein... Den haben wir noch nicht. Okay, wir haben nur diese normalen Arbeiter. Efficiency 20. Main Class. Also die Efficiency kann man dann steigern, wenn man da spezialisierte Leute reinsetzt oder so, nehme ich mal an. Not connected to the road network. Okay, das müssen wir dringend machen. Das konnte ich ja gerade noch nicht. Also 20 ist die Efficiency. Und wir machen... 9 Lambas a day, sehe ich das richtig? Current production rate 1,6 Lambas, 4,3 hours. Ja, da muss man sich mit der Effizienz, glaube ich, dann nochmal genauer auseinandersetzen. So, was ich mich frage ist, was ist das... Das kann ich auch nicht machen. Na gut, bauen wir erstmal diese Lambas. Aber das mit dem Road Network müssen wir uns gleich nochmal angucken. Ich dachte, dass vielleicht diese Road hier irgendwie die Main Road darstellt. Aber wir können ja gleich, wenn wir das erforscht haben, sicherlich dann auch Straßen manuell ziehen und dann gucken wir uns das mal an. Diese Straßen sind halt keine wirklichen, du musst die selber ziehen, sagt Ansel. Ach so, okay, siehst du. Okay, dann machen wir das doch. Lass uns mal ein bisschen beschleunigen, dass wir hier auf unsere 30 Lamba kommen. Wir können natürlich direkt auch eine zweite bauen. Der Weg jetzt von diesen ist natürlich eigentlich unnötig weit, ne? Also das hier, hier müssen wir es ja komplett da irgendwo hinschleppen. Das ist natürlich nicht effizient hier hinten, das Ding. Aber zumindest haben sie schon Karren. Das ist gut. So, ich glaube, das, was passiert. Ja, das sieht gut aus. Tutorial Nummer 2 erfolgreich absolviert. Jetzt kommen wir zu den Straßen. Connecting all the buildings in your village with a road network will convenience the workforce and the circulation of raw materials greatly. While not mandatory for other operations, road construction is a prerequisite for building infrastructure such as bridges and tunnels. Build a road between the lumber mill and the main hall. Okay, das machen wir. Dann haben wir das jetzt hier. Ah, hier. By pressing Tab key you can switch between building grid-based linear roads and freedom curved path. In curved path mode you can create a path by holding down the shift key and clicking the destined point on the terrain with left click. When you're done designing the path, let go of the shift key and just click left mouse button to send set the endpoint. Okay. Da probieren wir jetzt mal ein bisschen rum. Dazu mache ich das Spiel mal auf die langsamste Stufe. Gehen wir auf die Dust Road und schauen mal, gibt es hier irgendwo einen... Also... Reicht das, wenn ich jetzt hier... Okay, da sind jetzt automatisch Strommasten gesetzt, was ich sehr praktisch finde. Und ich finde es echt toll, dass man sich entscheiden kann, möchte man wirklich so geometrisch bauen oder will man eben auch so freie, geschwungene Wege haben, wo es ein bisschen organischer aussieht. Also eine Planstadt oder so eine... Oder so ein Köln bauen. So, was wollen wir? People are the most significant resources for our settlement. We must respond to a wide range of demands, from basic to costly. We have to set up a self-sufficient system to meet our basic requirements. We can start by constructing a well to meet our need for clean water. 60 Wasser sollen wir produzieren. Primitive wells will help to meet clean water need. However, they can be affected by the seasonal changes and some might even run completely dry or freeze over. You can view the water layer with placing a well from the construction unit to determine water-rich areas. Okay, das machen wir natürlich jetzt. Gehen wir mal auf Resources, jetzt können wir Water Layer machen, gehen wir auf Well und sehen jetzt, da ist viel Wasser offensichtlich. Also wird es ja schon irgendwie Sinn ergeben, oder man macht den hier und kann dann beide abschöpfen, sehe ich das richtig? Man sieht ja oben links auch da diesen Balken.
Okay, also es scheint mir dann hier tatsächlich das Beste zu sein. Da habe ich jetzt 5. Mehr kriege ich nicht. Dann gehen wir doch einfach hier zwischen, machen die 5. Da ist das Building, da habe ich auch 5. Da sind wir auch bei 5. Ändert sich ja nichts. Dann bleiben wir hier. Und gehen direkt an die Straße ran. Okay, dann baut man unseren Brunnen. Der ist dann auch in der Nähe irgendwie des Zentrums und direkt an der Straße. Und dann müssen wir 60 Wasser sammeln. Da können wir mal ein bisschen schneller stellen. Da kommen sie an. Bauen unseren Brunnen. Sehr befriedigend. Akakakakak. Und fertig ist er. Juhu, ein weiterer zivilisatorischer Meilenstein. Ich habe so ein bisschen das Bedürfnis... Ach. Also das Set Game Speed to 0,1... Finde ich super. Also das Spiel läuft weiter, aber in Ultra-Zeitlupe, also 1/10 der Normalgeschwindigkeit. Das ist eine schöne Alternative zum Pause-Modus. Weil wenn ich Pause drücke, ist wie gesagt so, kann ich gar nichts machen. Und ich finde ja auch immer, man sollte dann in Ruhe auch mal planen können und so weiter. Deswegen mag ich den Pause-Modus sehr. Das ist jetzt, das habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen, so ein 0,1 Speed. Weiß nicht, warum die das gemacht haben, anstatt zu pausieren, aber soll mir recht sein. Ich will jetzt mal hier die Straße noch vollenden. So, und dann gucken, hier ist unsere Hauptresidenz, dass ich da auch nochmal einmal komplett, weiß gar nicht, was kosten die denn eigentlich, kosten die irgendwas? Ja, oh man, die sind richtig teuer, sehe ich gerade. Vielleicht soll ich ein bisschen weniger verschwenderisch sein, aber ich mag ja, also Logistik ist ja das A und O, ne? Und ich mag das, wenn das ein vernünftiges Straßensystem hat, mit kurzen Wegen, alles angebunden. Aber ich finde schon den Preis relativ happig. Zwei Steine und ein von diesen fertigen Balken hier, von den Lumbers, nicht etwa von den Loks, sondern hiervon. Das ist schon ganz schön teuer. Deswegen verzichte ich jetzt mal auf weitere Baumaßnahmen. Wobei ich natürlich den ja auch gerne noch anschließen wollen würde, aber... Oh, schaut mal. A group of settlers. The more our settlement grows, the more attention we'll get from passers-by and the more people will be willing to join us in terms of both frequency and numbers. This group of wanderers, each less fortunate than us, awaits permission to join our ranks. Natürlich mache ich das. Ihr dürft gerne mit dabei sein. Muss aufpassen, dass man natürlich dann irgendwann nicht Hunger leidet oder so. Ich frage mich, wann kommen wir endlich zum Essen? Die sollen ja nicht hungern. Und ich frage mich, ob ich direkt ein drittes Field Camp nochmal baue und noch ein bisschen mehr Holz irgendwie sammle. Oder ob das schon reicht. Naja, herzlich willkommen neue Leute erstmal. Hier müssen wir niemanden extra einstellen. Die Leute gehen von selbst zum Brunnen und sammeln sich den Anteil des Wassers, den sie benötigen. Wie gefällt euch die Musik? Ist das cool mit euch eigentlich? Ja, ne? Ich glaube, von der Lautstärke müsste das okay sein. Was mache ich mit dem Ding da hinten? Servus, ist das eher für erfahrene Aufbauspezies oder geht es auch für Einsteiger? Alles Top-Session. Fragt Mike, beziehungsweise Twitch heißt jetzt Twix. Warte, die Frage beantworte ich gleich. Daily Bread. Now that we have access to water, we're only one step short of calling this place home. Alive without the worry of hunger will turn us into real society. Also, we don't yet have enough resources for hunting, farming and animal husbandry. Our experience is in staying alive by living off the land may come in handy. Lots of easily found edible mushrooms are scattered all around. We should build a gathering camp and start stockpiling raw food. Da bin ich voll Fan von. Das machen wir als nächstes. So, jetzt mache ich mal ein bisschen langsamer, dann kann ich diese Frage beantworten. Also, ich bin jetzt ja auch gerade erst 20 Minuten oder irgendwas in dem Spiel. Vielleicht nicht mal. Und
da ist es schwer, die Komplexität einzuschätzen, auch zu sehen, wie weit geht es doch. Es ist ja erstmal nur eine Demo, da werden viele Late-Game-Geschichten gar nicht drin sein. Aber anhand des Tutorials ist schon mein Gefühl, man wird wirklich Gebäude für Gebäude an die Hand genommen. Es gibt natürlich auch in diesem grundsätzlichen Genre Städtebausimulation so viele Titel, da sind auch vielleicht einsteigerfreundlichere dabei, die eben nicht ganz so komplex sind. Aber ich habe jetzt bislang nicht das Gefühl, dass das irgendwie jemanden groß überfordern würde. Die Demo ist kostenlos auf Steam. Lad's euch einfach runter. Probiert es aus, ob das was für euch ist. Und wenn nicht, dann schaut euch mal um. Es gibt so viele verschiedene Titel. Könnt ihr gerne auch bei mir auf dem YouTube-Kanal machen. Da habe ich echt viele von gespielt. Ob da irgendwas ist, was euch mehr gefällt. Es gibt ja auch so viele verschiedene Szenarien, Settings, ne? Also es gibt diese Postapokalypse, gibt es auch echt viele Spiele von. Und da Wasseraufbauspiele gibt es. Dann gibt es so Timberborn mit diesen Bibern, was auch super ist. Dann gibt es aber auch eher so Sachen wie, wie hießen das, Foundation oder ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen. Ich habe so viele von diesen Dingern gespielt. Da ist sicherlich auch was irgendwie dann für euch bei, was euch vom Setting dann anspricht. So, lass uns mal gucken, dass wir jetzt ein Gathering Camp für Pilze aufbauen und da dann auch einen Ort finden, wo viele Pilze sind. Da hatten wir zumindest einen Pilz. Hier ist auch ein Pilz, da ist noch Fleisch. Das könnte aber auch noch gesperrt sein, weil jetzt sagt das Spiel, es geht erstmal primär um Pilze. Also hier haben wir Pilze, dann würde ich sagen, come on, dann lass uns gar nicht lange in die Ferne schweifen und machen dann hier direkt einen Pilzboy oder Girl hin. Und setzen das mal. Okay, das ist natürlich jetzt nervig, ne? Kann man gar nicht so gut am Grid ausrichten. Dann machen wir das erstmal hier. Bam. Und bauen dann Gathering Camp. Und jetzt schauen wir mal, dass wir direkt die Straße hier verlängern. So. Okay, 0,1 Holz und 0,6 Stein. Das muss man ja auch mal. Stand da irgendwo. Da steht jetzt stehen die Konstruktionskosten, aber natürlich nicht für wie viel Wegstrecke. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich nur das Verhältnis. Das Verhältnis ist ein Lok zu zwei Steinen. Aber ich weiß nicht, wie viel Wegstrecke ich jetzt zum Beispiel für einen so einen Lumber und zwei Steine dann bekomme. Aber die Kosten sind jetzt nicht so dramatisch, wie ich es gerade noch eben dachte. So, ich muss mal ein bisschen schneller machen hier. Ich war noch auf 0,1 Geschwindigkeit. Deswegen passiert hier natürlich nichts. Wie sieht's aus? Build a gathering camp, gather 40 mushrooms. Das machen wir jetzt. Und was ich echt super finde, ist, dass diese Strommasten direkt mitgelegt werden. Es gibt ja auch viele Spiele, wo man dann Strom manuell dann noch bauen muss. Wir hatten jetzt zum Beispiel die Woche ja Zombie Cure Lab gespielt. Und da musste man den Strom, diese Strommasten manuell setzen. Und dann teilweise in die offenen, dachlosen Gebäude rein und so. Das fand ich nicht schön. Das finde ich hier deutlich besser geregelt. So, Gathering Camp. Drei Leute gehen in die Pilze rein und sammeln hier potenziell... Ist das richtig? 108 Pilze am Tag? Verstehe ich das richtig? Ist das die Größenordnung, über die wir reden? Weil das wäre echt viel, ne? So, dann beobachten wir die doch mal. Da sind 18 Pilze direkt gesammelt. Wow, hier ist auf jeden Fall ein Hotspot. Da kommen sie angejoggt, die Pilzgang. Pilzbande. Ich finde super, wie engagiert die sind. Die bewegen sich so richtig schnell. Time is money. Keine Zeit zu vergeuden. Die sammeln da. Guck mal, dichter kann ich nicht ran, aber zack, ins Körbchen gelegt und weiter wird gesammelt. Ja, ich hätte auch gerne einfach Ahnung von Pilzen. Weil Pilze sind echt lecker. Kra, kra! Oh. The cornerstone of civilization. The time has come to cook our meals. People eating whatever they have on their plates does not mean they are content with it. When there's nothing to eat, they will get demoralized, sick and maybe even fall into the jaws of death. As a society, we must organize the production and distribution of hot food. For a start, a bowl of soup will do, as long as everybody has their share and they don't have to worry about hunger anymore.
Ja, das ist doch wahrscheinlich gar kein Problem. Dann bauen wir doch einfach eine Soup Kitchen. Was? Day-Night-Cycle-Options? Nee, warte, das wollte ich jetzt nicht machen. Wir wollen eine Soup Kitchen bauen. Produce 30 simple meals. Das machen wir bei... Was? Ich hab's übersehen. Ach, okay, jetzt kommt erstmal die Technology-Geschichte. Das heißt, ich muss erstmal hier auf Technology gehen. Aha. Dann gibt's hier offensichtlich 4 verschiedene Forschungsbäume. Der hier ist unknown, aber ansonsten Adaptation, Sustainability, Construction and Materials und Community and Diplomacy. Und er will natürlich, dass wir hier erstmal raufgehen und können als erstes Basic Construction erforschen. Zack, Start Research. Ist es instant? Community Knowledge 558 ist unsere Ressourcen. Wir haben 46 Zuwachs pro Tag. Über unsere Worker. Wir haben ja diese anderen Kategorien an Arbeitern, haben wir noch nicht. Kostet 50 Community Knowledge. Weiß trotzdem nicht, ob das jetzt instant ist. Ist es instant? Nee, es läuft, ne? Required Knowledge End Time. Also, es scheint mir so, als wenn diese 24 Stunden, die braucht es so oder so. Und um diese 24 Stunden zu starten, muss ich 50 Community Knowledge ausgeben und dann beginnen die 24 Stunden in der Forschungszeit. Auch das ist ja immer unterschiedlich. Bei manchen Spielen ist es so, man muss diese Ressource ansammeln und dann wird es instant freigeschaltet. Bei anderen ist es so, man klickt es an und dann wird diese Ressource gesammelt und wenn man genug hat, ist es fertig. Also die Zeit ist einfach daran gekoppelt, wie viel Wissenschaftsoutput man hat. Und dann gibt es diese Lösung. Die ist auch relativ neu, dass man eben, so scheint es mir jetzt gerade, 2 Sachen braucht. Nämlich zum einen die Zeit und das andere ist die Ressourcen. Und da muss man halt trotzdem noch warten. Okay. Eine Pilzbrut online kaufen. Oh ja, vielleicht mache ich das mal. Aber das Problem, ich habe natürlich Angst. Also ich würde niemals in den Wald gehen und irgendwelche Pilze essen. Da habe ich viel zu viel Angst, dass ich einsam 3 Meter neben dem Waldweg sterbe, weil ich einen falschen Pilz gegessen habe. Deswegen, aber sowas sich selber züchten, ich weiß gar nicht, geht das? Kann ich mir jetzt ein Pilzbeet bauen? Das ist vielleicht auch eine Idee, über die ich nachdenken sollte. Pilze sind super. So, wir müssen etwas warten. 24 Stunden, wenn ich das richtig sehe. In der Zeit überlege ich mir einfach, weil ich Bock habe, dann doch nochmal so ein paar... Was? Wieso geht das nicht? Doch geht. Was kostet das jetzt? 0,4 und 1,8. Das waren... 0,4. Das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 Felder, glaube ich. Was habe ich gesagt? 0,4? Okay. Und das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Felder? Oder 7? Warte mal, die kosten... Warte mal. Jedes Feld kostet 0,3. Das war jetzt gerade verwirrend. Kostet jedes Feld 0,3? Das poppt ja ständig auf. Mehrfach. Okay, ich glaube, jedes Feld kostet 0,3. So, wir haben hier aber positive Rückmeldung. Unsere Erforschung ist erfolgt, ist researched. Ich darf noch nichts anderes erforschen. Das ist vermutlich der Demo bzw. dem Tutorial geschuldet. Aber jetzt können wir endlich unsere Soup Kitchen machen. Und die sollten wir vermutlich erstmal in die Nähe der Pilzgeschichte bringen. Bauen, dass die nicht so weit laufen müssen. Aber gleichzeitig...
Ja, ich baue das mal hier. Ich setze da den Weg hin und lasse hier natürlich wieder ein bisschen was frei für Straßen. Bam, baue das mal dahin. Und mir ist es jetzt egal. Ich baue einfach weiter knallhart die Straßen. Okay, kann das sein, dass das vielleicht was mit Terrain zu tun hat auch oder so? Weil jetzt gerade stand da 0,4. Vielleicht ändert sich das auch irgendwie mit irgendwelchen, dass man irgendwas entfernen muss oder sowas. Ich weiß es nicht. Irgendwie wird das immer neu berechnet, keine Ahnung. Gibt es hier eigentlich noch einen weiteren Weg setzen oder ist das da? Ja, guck mal. Ah ne, da ist schon, okay. So, herrlich, herrlich, herrlich. Unsere Suppenküche ist fertig. Jetzt müssen wir natürlich erstmal uns entscheiden, was wir produzieren wollen. Also, was gibt es denn hier alles? Wir können hier die Suppe machen, dafür brauchen wir Pilze und Wasser. Fisch und Wasser, Meat und Vegetable und Wasser. Wir machen natürlich erstmal diese Suppe hier. No Workforce, ja, drei Leute können direkt in die Suppenküche gehen. Und produzieren 19 Suppen am Tag, sehe ich das richtig? So scheint es zu sein. Also ist erstmal die Lebensmittelproduktion gesichert. Ich mag auch diese runde Form, weil das sieht aus wie ein Suppentopf. Und guck mal, das Schild da oben drauf. Das sind so kleine Details, die ich echt wertschätzen kann. Der Suppentopf. Okay, also produce 30 simple meals. Das machen wir. Wir sind auf einem guten Wege. 6 haben wir schon. Wasser läuft. Fleisch, das würden wir sicherlich auch gleich irgendwie sammeln. Haben wir schon gesehen, dass es im Wald auch Fleisch zu jagen gibt. Da kommen wir bestimmt gleich hin. Dann lass uns das mal ein bisschen beschleunigen, dass hier unsere Suppenküche richtig losköcheln kann. Und sobald wir bei 30 sind, haben wir das Ziel auch erreicht. 22. Guck mal hier, a child was born, a child was born. Das heißt, wir kriegen hier wirklich auch regelmäßig Kinder. Was super ist. Wir haben schon 8 Kinder hier geboren. Jetzt müssen wir natürlich irgendwann auch an den Punkt kommen, dass wir Häuser bauen, ne? Die müssen ja irgendwo wohnen. Bislang wohnen die hier so in Camps, ne? Da gibt es so mehrere Camps. Das sind aber vermutlich provisorisch. Wir müssen auch richtig geile Behausungen für die errichten. So, Population Management. We must closely monitor the community situation, needs, moral levels and all related factors. We must try to reach the best possible outcomes in our affairs and adapt according for uncertainties in order to maintain a healthy and content society with what we have. In a badly managed community, unrest, diseases, death and disintegration will quickly take hold. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Explore Population Management. Okay, dann machen wir das mal. Explore Population Management. Das machen wir hier oben. Ups. Here you can view the overall status of the community in detail. The most important elements in the management of a settlement is its people. Try to meet all the needs and keep variables such as morale and efficiency as high as possible. Meet the daily supply distribution needs according to your settlement's production capabilities in a sustainable manner. A society whose needs are met breeds high motivation, good health and uninterrupted work. Stark. Class. Our society consists of 3 basic classes. Members of each class must work as a pioneer in their respective fields, but production buildings may need multiple classes to work simultaneously according to the building's level of development. Workers, craftsmen and specialists. Population. You can follow the population number and distribution of each class here. Only adults can be recruited as workforce. Children, sick and retirees cannot work, but they will still need certain resources. Da müssen wir uns mal überlegen, ob wir dann die Retirees, was machen wir mit den Retirees? Retirees, was machen wir mit den Retirees? Machen wir die, bringen wir die in den Wald? Ich weiß es nicht. Also, Supply. You can manage the basic needs of social classes from here. Supply for needs such as food, water, clothing and tools are determined from the daily average consumption per person. Here you can manage the rate at which supplies are to be distributed to each class and view the successful distribution rate and other factors.
You can view the access rate for housing and other services here. You will get a satisfaction result according to the rate at which you meet your society's needs, which will form the basis of the morale value of each social class. Gut, also hier can mention the rate of which supplies... workforce and efficiency. The workforce and efficiency of each social class are the two most important indicators that shape life in your settlement. Workforce indicates how much or how long your working classes will operate. It is very important to manage this variable according to current conditions and needs while balancing the flow of production and life. Long working hours can cause low morale, and even if this is accounted for, remember that exhaustion can lead to sickness or an increase in workplace accidents. Efficiency is calculated based on the morale of the community and is the basis of production rate calculations for the operation class and production buildings. It is affected by many external factors alongside the rate at which basic needs are met. Met is always a basic need. In Germany, we eat a lot of met. It's basically raw minced meat. You can manage the basic needs of social classes from here. Supplies for needs such as food, water, clothing, and tools are determined from the daily average consumption per person. Here you can manage the rate of which supplies... Das habe ich ja schon gelesen. Habe ich es nicht schon gelesen? Das habe ich schon gelesen. Habe ich alles schon gelesen? So, ich hatte mich, glaube ich, verklickt. So. Und jetzt kann ich hier sagen, Food and Water Distribution Low. Warum eigentlich? Okay, ja, ich will das erhöhen. Wir sind auf Low. Ich gehe mal auf Medium. Am nächsten Tag. Und Water. 92 Water brauchen wir am Tag. Und 23 Meals am Tag. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel wir produzieren. Kann ich das hier gleich mal sehen? Ich mache das jetzt einfach mal. Lass uns mal schauen. Wir machen, oh Gott, 14 am Tag. Ich habe es einfach mal zu hoch gesetzt. Supply and demand. At last, our settlement resembles a home. Everyone has a job, something to offer to our society. We are producing food, water and construction materials before ramping up. We need some basic rules and a sense of order. Proportions represents how much of a consumable is used per person in a day. We must respond to every need, but decisions about each proportion should be made according to our resources and production capacity. The general level of morale will be generated by what gets distributed at what rate and how successfully. Moral directly influences the production of performance of our settlement. Also, it can affect our people's reaction to unexpected events, positively or negatively. Set ration distribution to regular. Distribute ration successfully for 30 days. For 3 days. Okay, das habe ich, glaube ich, gemacht, ne? Medium. Okay, ich muss es auf Regular machen. Das heißt, wir haben eine Menge zu tun noch jetzt hier gerade. Irge. Also noch 2 Tage müssen wir, aber das funktioniert ja halt einfach überhaupt nicht. Das wird einfach nicht funktionieren. Ich glaube, wir müssen mehr noch was zu essen bauen. Das geht ja so nicht. Kann ich noch irgendwas Stockpile ist neu? Ich will jetzt ja auch dem Spiel, dem Tutorial nicht irgendwie in die Parade fahren. Aber wenn mich nicht alles täuscht, reicht das Essen so nicht. Also wir haben ja hier, wir produzieren 18 am Tag. Das reicht hier hinten vorne nicht. Dann lass uns doch mal gucken. Wo haben wir denn hier noch Pilzis? Da hinten wahrscheinlich dann. Sag mal, wird mir das hier gerade nicht mehr eingebaut? Ah, ne, warte. Nee. Entschuldigung. Gathering Camp wollte ich machen. Verzeihen Sie bitte. War bei Soup Kitchen. So, Gathering Camp. Warum wird mir nichts eingezeigt? Hallo? Wo ist der Fehler? Warte, wir gehen nochmal ganz raus.
Gathering Camp. Jetzt wird mir wieder was angezeigt, seht ihr? Okay, hier haben wir wieder Pilze. Und diesen Pilz haben wir ja schon. Da sind auch Fische. Das ist sehr, sehr gut. Ansonsten sehe ich hier keine weiteren Pilze. Dann machen wir das doch, wenn wir eh hier schon so ein Gebäude haben. Dann schadet es auch nicht, wenn wir da einfach noch ein zweites hinsetzen. Und so, da kommt jetzt nochmal so ein Gathering Camp für Pilze hin. Das müssen wir machen. Und dann, lass mich mal überlegen. Wollen wir auf jeden Fall, müssen wir irgendwann noch mal so eine Verbindung hier hinstellen, herstellen. Oder ich baue da noch eine zweite Soup Kitchen. Wie viel können die dann machen? 29 am Tag. Ich glaube, ich brauche sowieso auch eine zweite Food Kitchen. Weil sonst haben wir den Engpass mit der Food Kitchen und nicht mit dem Pilzesammler. Das heißt, wir bauen direkt nochmal eine zweite Soup Kitchen direkt daneben. Come on, so. Bam. Sonst wird das eh nichts. So, dann baut das mal fertig und ich überlege mal kurz, wie viele Steine habe ich? 58, 57. Dass wir jetzt schon mal irgendwie gucken, wie wir das verbinden können. Aber das mal so. Und das ist natürlich jetzt total blöd. Warte mal, ich kann doch auch, wie war das noch? Tab. Und jetzt so eine freie Straße ziehen. Oh ja, so ist gut. Sehr schön. Oh, das ist mit dem Weg. Klappt grundsätzlich. Das ist echt eine gute Idee eigentlich, wie die das gemacht haben. Mit diesem Misch aus freiem Zeichnen und diesem Grid. Das ist echt super. Muss man mal loben. Finde ich gut. So, dann baut uns mal eine zweite Nahrungsindustrie. Verbrauch ist 18, Produktion ist 18, Verbrauch ist 9. Oh, guck mal, da haben wir eine Menge. Guck mal, Consumption ist... Das passt. Nee, schau mal hier. Consumption ist 22 am Tag, aber es müssten noch mehr werden eigentlich. Last step, a place to track everyone about your settlement and your people. View the overview panel health of the subjects that we should pay the most attention to. It should be our priority to find a solution to our current conditions, examine the factors affecting people health and take decisive action. Hint. There are many factors that affect people's health. Nutrition and water are the most important of these. No one can withstand more than 3 days without water. You need to produce solutions against many variables such as the seasons, heavy work conditions, epidemics, insufficient supply and harmful external effects. Alrighty. Exploration Overview. Das haben wir hier. Warnings. Warnings, warnings. Was ist jetzt dein Problem? Was möchtest du, dass ich anklicke? Also war's das schon? Ja. Tutorial complete! Congratulations! You've become a self-sufficient settlement and moved beyond temporary campsites. From now on, you must devise production plans according to the needs of your people and the settlement. You can set your course by exploring the technology tree. Remember, we may have no time. We know what to expect, but we can't be sure when or how. Hint! With time, you can produce higher grade goods like clothes, drinks and paper. Before then, you have to train craftsmen to take part in these production projects. You can start training your people by researching and building a technical bootcamp. Okay, das klingt doch ganz nett. So, pass auf, jetzt lass uns mal gucken. Wir machen nochmal ein bisschen langsamer. So, hier, schaut mal. So viel zum Thema Produktion, was ich brauche. Need ist 46 am Tag mit regular distribution. 46 am Tag. Und wenn ich hier mal raufgehe, steht Consumption 22 am Tag. Das sind zwei unterschiedliche Angaben, von denen ich nicht genau weiß, welche jetzt stimmen.
Aber hier sieht man noch so einen schönen Graphen. Guck mal. Graph, das ist ja auch ganz geil gemacht. Das ist ja echt super. Also das hier ist das, was gegessen wird, ist quasi das Rote, das ist der Bedarf. Und das Türkise hier ist die Produktion. Wir liegen immer überhalb des Bedarfes. Warum mir der jetzt 26 anzeigt und in Wirklichkeit sind 22, kann ich dir nicht so genau sagen. Wird wieder so ein Game, das ich mir hole. Danke, Nils, gleich wie Stranded damals. Ja, Graffi, gerne, gerne. Gerne mache ich das doch. So, Total Input, Total Output, Simple Meal. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich weiß nicht, sind Pilze ganzjährig erntbar? Können wir uns für alles angucken hier. Schaut mal, Stones. Ist echt interessant. Also die haben auf jeden Fall Bock auf Statistik, die Entwickler. Mushrooms. Oh, der Waterbedarf ist gestiegen. Sehe ich das hier richtig? Scheint mir so, als wenn ich hier ein bisschen mit Water ein bisschen aufpassen muss. Ja. Ich muss mit Wasser hier wirklich aufpassen. Das bedeutet, wir werden natürlich jetzt erstmal schauen, dass ich noch einen Brunnen errichte. Also da gibt es verschiedene Optionen hier oder da. Doch zuvor sollen wir erstmal Danke sagen an Ghetto Stepper. Herzlichen Dank an Trudy G. An Kraffi natürlich. Hey Kraffi, 20 Monate. Bap, bap. Und A Little Thick. Ihr habt in der letzten Stunde ein Abo da gelassen. Herzlichen Dank, Leute. Und ich lasse hier mal einen zweiten Brunnen da. Lass ich mal eben gucken. Hier ist überall 5. Vielleicht sollte ich das mit einem Weg schon irgendwie. Ich könnte ja theoretisch auch, wenn ich einfach sage, ich richte das an einem Grid aus. So, genau. Hier sehen wir das Grid. Und dann können wir sagen, hier ist die Öffnung oder so vielleicht. Und nee, so. So sollen wir sein. Und dann vielleicht so. Und wir sind bei 5 Strichen. Ja, das passt doch. Dann bauen wir da jetzt einen zweiten Well. Und passt das? Ja. Bauen direkt hier so eine Dusty Road. Was ist los? Oh, nicht genug Resources. Ja, natürlich blöd. Ja, dann bauen wir erstmal das. Und dann müssen wir gucken, dass wir irgendwo noch ein bisschen mehr Steine ran schaffen, vielleicht auch. Gathering Camp. Nee, nicht Gathering Camp. Field Camp, Entschuldigung. Lass mich mal schauen. Steine. Was ist das denn hier eigentlich? Stone Deposit. Okay, also das ist ein Stone Deposit, aber das hat er mir gerade nicht angezeigt als. Ach doch, das zeigt er mir hier schon an. Okay. 14 am Tag. Naja, ich meine, okay, wir warten mal kurz ab. Machen wir ein bisschen schneller. Oh, schaut mal hier, so ein alter Leuchtturm. Das Wasser sieht auch schick aus. Oh, Normalgeschwindigkeit. Ach, der Sound des Wassers. Das ist schon echt schön. Fliegen wir zurück in unsere Siedlung hier. So, das ist bereits fertig. Not connected to road network. Ja, das wollen wir jetzt ja ändern, wenn wir ein bisschen mehr Stein haben. Komm, dann machen wir mal ein bisschen mehr hier Steini-Stein. We implore you to increase water distribution. Ja, das haben wir ja gerade schon in Angriff genommen. Ich muss jetzt nur noch mal einen Weg bauen. Und dann passt das schon. Ja. Sehr gut. Jetzt ist der auch angeschlossen ans Straßennetzwerk. Und wir bekommen mehr Wasser. Herrlich. Okay. Das sieht gut aus. Wir nähern uns dem Herbst. Und der Herbst bringt Kapriolen, Wetterkapriolen, er bringt viel Ungewisses und er bringt vor allen Dingen
Die Frage, warum ich hier nicht... Arge. Okay, das war leider ein kleines Versäumnis. Ich habe hier meine zweite Suppenküchenproduktion gar nicht an den Start gebracht. Aber das habe ich jetzt nachgeholt. Und damit hagelt es jetzt leckere Suppen. Guck mal, es ist nämlich ziemlich auf Kante genäht hier. Wir bekommen ja durchaus auch neue Mitglieder. Kann es sein, dass mein Lagerplatz für die Loks voll ist? Das heißt, ich könnte auch nochmal einen zweiten Lumber bauen. Ich habe ja hier auch noch Holzfreunde. Und vielleicht baue ich da auch nochmal einen zweiten Lumber. Wir haben ja noch einige Arbeitskräfte, die nicht eingesetzt werden. Dann lass mich doch einfach nochmal so ein... Oh, das ist echt... So ein Lumbermill ist echt groß, ne? Wie viel verbraucht er denn am Tag? Required one? Upgrade to next tier. Bricks, Iron Ingots, Glass. Okay, darf ich noch nicht. Lass uns doch mal eben kurz gucken, was wir hier noch... Warte mal kurz. Lass uns mal Loks anschauen. Alles rausnehmen, bitte. Nur Loks. Also wir können auf jeden Fall noch eine zweite Sägerei, Sägemühle, wie nennt man das? Vertragen. Aber ich wollte eigentlich mal hier wieder gucken, bei unserem Technology Tree. Also wir können Metalworking Techniques, Power Grid. Was haben wir hier? Da ist Establishment, Field Camp, Gathering Camp. Achso, das haben wir schon. Hunting. Oh, Hunting ist gut. Ah, okay, Metalworking Technik müssen wir zuerst machen. Dann machen wir erst das. Was fehlt mir dafür? 47 Steine kostet das. Alter Schwede, das hat ja ständig irgendwelche anderen Voraussetzungen. Jetzt muss ich auch noch 47 Steine dafür bezahlen. Also nicht nur Zeit und diese Community Knowledge als Faktor, sondern auch noch knallharten Stein. Naja, dann sollte ich vielleicht doch drüber nachdenken, nochmal so eine zweite... ein zweites Field Camp zu errichten und mal schauen, ob ich... Da sind noch mega viele Steine. Dass wir hier noch eins hinsetzen. So, oder... Nee, das gefällt mir nicht. Dann machen wir das so. Und... Okay. Dann bauen wir noch ein Field Camp. Das kostet mich das natürlich erstmal wieder Steine, das überhaupt anzubinden. Aber nur 2,4, das geht ja. So, bitte bauen Sie das. Dann haben wir das auch ein bisschen erhöht. Unser zweiter Brunnen arbeitet auch schon wunderbar. Oh, wir brauchen aber trotzdem, glaube ich, noch einen dritten Brunnen, so wie ich das hier sehe. Ja. Water Input, Water Output. Also das ist hier sehr, sehr knapp. Also der Output ist jetzt hier gerade wieder ein bisschen runtergegangen. Das ist auf jeden Fall auf Kante genäht. Da müssen wir eventuell auch nochmal einen dritten Brunnen errichten. So, Normalgeschwindigkeit und unser Field Camp ist fertig. Wir wollen die Steine. Aber wir haben genug Holz. Wir sind bei 499, also wir sind genau an der Obergrenze. Das heißt, wir wollen uns hier erstmal auf Steine beschränken. Da läuft alles. Und dann 39 Steine. Wir brauchen 47. Also das haben wir auch gleich. Dann beschleunige ich das nochmal ein bisschen. Dass wir gleich diese Forschung in Auftrag geben können. 48 Steine. Jo. Das sieht gut aus. Dann gehen wir wieder in den Forschungsbaum. Was fehlt mir jetzt noch? Okay, jetzt brauche ich erstmal Oath. Okay, dafür brauche ich 22 von diesen Brettern. Das haben wir. Okay, dann machen wir erstmal das. Habe ich gar nicht gesehen, dass ich das dafür brauche. Dann müssen wir das zuerst machen. Und dann bekommen wir übrigens einen Check. Okay, das ist ein Check. Da kann ich dann ehemalige Basketballspieler
unterbringen oder auch andere Menschen. Läuft ansonsten, oder? Gerade sieht's alles gut aus. Official Recudo, herzlichen Dank. 8,5 Einheiten Wasser pro Person ist schön viel. Das freut mich zu hören. Aber wie gesagt, das ist, ne, also das ist schon knapp hier. Aber wir haben ja auch eine gute... Wir sind ja bei Regular hier. Hier bei Distribution ist Regular, also das ist schon in Ordnung. 138 Wasser am Tag. Also das ist auch exakt auf Kante genäht. Aber es ist in Ordnung für den Moment. Ja, tut mir leid, wegen des Gags. Soup Kitchen läuft. Wie sieht das hier aus? Da sieht man den Fortschritt übrigens auch schön angezeigt, indem sich dieser Kreis füllt. Und jetzt kommt der Winter. Da bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Wie sieht der Winter aus? Und vor allem, sind wir gut vorbereitet auf den Winter? Das ist die Frage. Der Brunnen wird ja wohl nicht zufrieren. Aber wie sieht das mit den Pilzen aus? Und wie sieht das mit... Bei vielen Spielen dieser Art braucht man ja auch sowas wie Brennholz, ne? Und wenn die Menschen kein Brennholz haben, dann frieren sie und sterben und solche Sachen. Und da werden krank und da braucht man ein Lazarett oder ein Krankenhaus, um denen irgendwie zu helfen. So sieht er aus, der Winter. Ja, wenn ich jetzt vorher schon so ein paar von diesen Unterkünften errichtet hätte, wäre das sicherlich für die Moral besser gewesen. Aber so, ich meine, sie sind es gewohnt, ne? Es ist nicht der erste Winter, sondern sie haben ja lange Zeit schon in der Wildnis gelebt. Sie sind dort geboren worden. Sie kennen sich grundsätzlich mit dem Wechsel der Jahreszeiten und den damit einhergehenden Herausforderungen bestens aus, sodass ich glaube, sie werden es überstehen. Aber natürlich hätte ich denen gerne komfortablere Lebensbedingungen auch ermöglicht. So, jetzt können wir, glaube ich, in den Technology Tree gehen. Das ist fertig. Und dann können wir jetzt... Was? Oh, es ist doch fertig, oder nicht? Jetzt ist es fertig. Okay, jetzt musste ich noch eine Sekunde warten. Und jetzt können wir dann endlich das hier machen. Bam. Und dann wollten wir eigentlich noch dahin kommen, dass wir Hunting machen. Dafür brauchen wir übrigens, sehe ich gerade, 22 Werkzeuge. Und die können wir dann hoffentlich bauen, diese Werkzeuge, wenn wir das hier haben. So sieht's aus. Basic Tools, Iron Ore. Und wir können noch kein Iron Ore vorausschauend abbauen. Das ist natürlich schade, weil ich habe hier grundsätzlich ja die Infrastruktur schon errichtet. An diesem Eisen-Dingsbums. Aber ich darf noch niemanden einstellen. Hier Iron Cutter. Der mir das Eisen abbaut. Schade. Sonst hätte ich gedacht, ich kann das schon mal sammeln. Aber ist halt nicht so. Gut, dann denke ich, wir können ein bisschen schneller machen. Immer ein Auge auf die Ressourcen Wasser und Nahrung. Naja, er rät mir hier schon, dass ich mehr Wasser pumpen soll, aber jetzt geht es wieder runter. Also ihr seht, das ist schon knapp alles. So, Technology Research, das ist fantastisch. Und dann gucken wir mal, was fehlt uns dafür. Genau, da fehlen uns jetzt die für. Kann ich irgendwas in der Zwischenzeit errichten, was ich schon machen kann? Nö, ne? Strom auch nicht. Also ich kann noch gar nichts weiter machen. Das heißt, wir kümmern uns jetzt um diese Eisengeschichte. Sturdy Roofs. Ah, guck mal, ich glaube, das ist hier so eine Art... Das kennt man auch von Spielen mittlerweile sehr, sehr häufig, dass halt so eine Geschichte erzählt wird über Anfragen aus der Bevölkerung, Sachen, die da passieren. Manchmal sind auch so moralische Fragen, die dann so reinkommen. Irgendwer hat was geklaut und wie entscheidet man als Bürgermeister jetzt und so. In dem Fall ist die Message aus der Community,
Every one of us needs proper places to live. We have food and water, but sleeping at whatever nooks we find each night does not help prepare us for the next day's labor. We need suitable shelters that can protect us from the unpredictable weather. Und drei Shacks bauen wir natürlich, gar kein Problem. Jetzt wollen wir sie nicht zu lange warten lassen. Build three new shacks. Das ist hier. The most basic of shelters. So, und jetzt wollen wir mal eben gucken. Jetzt gucken wir uns mal, bevor ich mich entscheide, wo ich baue, gucken wir uns noch einmal die Fertility Layer an. Denn wir wollen ja nicht unbedingt da bauen, wo das fruchtbarste, wo der fruchtbarste Boden ist, aber ich glaube, hier sieht das gut aus. Lass uns mal schauen, wie wir das machen. Ich glaube, das ist ja auch bei einigen Spielen so, dass die Nähe zu Industriegebäuden dafür sorgt, dass die Qualität der Behausung beeinflusst wird, negativ natürlich. Ich glaube, hier in dem Fall ist es nicht so, also ich kann guten Gewissens sagen, ich baue hier. Ich glaube, die Nähe ist nicht schlecht. Wenn wir jetzt anfangen, hier zu bauen, ich mir überlegen, ich glaube, so ist besser. Und, ach gut, wenn man Shift gedrückt hält, dann kann man so, dann bauen wir zwei so. Und dann können wir eigentlich immer so einen Viererblock setzen, ne? Was haltet ihr denn davon? Viererblock. So, und diesen Viererblock. Haben wir genug Sachen? Was denn damit? Kann ich das hier nicht abreißen? Ne, nicht das. Das. So, und diesen Viererblock umzäunen wir einmal. Kann natürlich auch Sechserblöcke oder sowas machen, aber ich mache jetzt hier mal irgendwie Viererblöcke. Okay, jetzt machen wir es wieder, beschleunigen wir das Ganze ein bisschen. Wenn euch die Musik zu laut ist, ne? Sagt gerne Bescheid, ich kann das auch gerne einen Tick leiser machen. Mit der Zeit kann sowas ja auch ein bisschen anfangen zu nerven. Könnt ihr gerne sagen, wie das für euch so abgemischt ist. Nee, es sah gerade ein bisschen aus, als wenn da ein Grafikfehler wäre. Aber das liegt einfach an der Geschwindigkeit, weil ich das hier gerade zum Bauen, zum Planen, gehe ich natürlich auf GameSpeed 0,1 und dementsprechend ruckelt jetzt der Schnee, er hat natürlich derbe wenig Frames. Das ist die Normalgeschwindigkeit, das liegt einfach nur daran, ne, dass ich jetzt quasi im Zeitlupenmodus bin und da fließen die halt nicht so flüssig, sondern das sind so Stotterframes. So, okay, also wir haben unsere Residential Buildings gebaut und Cause for celebration damit ausgelöst. People are encouraged by success. If we can keep on like this, we may meet positive outcomes beyond what we expected. Though it was hard, we excelled. It is a happy day for our house, as we are slowly leaving uncertainty behind. Ja, natürlich freuen die sich drüber, dass die jetzt alle ein Dach über dem Kopf haben. Das hier ist unsere erste kleine Siedlung. Jeweils 10 Personen pro Shack. Wir haben insgesamt 46, sehe ich das richtig? Oh, nee, warte. Doch, Population 46. Nee, warte mal. 46 Adults, hier steht, aber wir haben ja auch noch 11 Childs. Okay, warte mal, zählen die nicht irgendwie dazu? Brauchen die kein eigenes Haus? Liegt's daran? Weil hier steht 46, möglicherweise werden die noch nicht dazu gezählt. Ich schätze mal, die Kinder ziehen dann mit den Eltern zusammen und da sie ja sowieso nicht arbeiten können, ist es nur so eine Perspektive auf Bevölkerungszuwachs, nehme ich mal an. Die brauchen kein eigenes Haus. Aber wenn sie dann erwachsen sind, dann irgendwann brauchen sie ein eigenes Haus. Weil 4 mal 10 sind 40. Das heißt natürlich, dass wir eigentlich noch mehr bauen müssen, ne? Also weil können 10 Leute drin wohnen. Also irgendwer wird schon noch gerade kein Haus zur Verfügung haben. Deswegen sollte ich eigentlich nochmal direkt weiterbauen. Und zwar können wir hier nochmal so einen Viererblock leicht versetzt errichten. Zumindest können wir den ja dann auch schon mal planen. Wenn wir jetzt sagen, wir machen hier, ne,
den Viererblock. Zack, zack, dann wäre das hier ein bisschen versetzt, aber... ist, glaube ich, nicht so schlimm. Oder wir gehen halt hier runter, ne? Das geht natürlich auch. Ich bin der Fan davon, wenn sich das alles ein bisschen in der Mitte ist, auffällt. Was? Zum Teil hat man selber noch über Windows oder so Effekte an, die den Sound komprimieren. Eigentlich ist nichts ganz leicht lauter, aber sehr leicht. Okay, okay, okay. Das mit dem Strom ist ja nett, aber ich finde, es wird ziemlich chaotisch aussehen, je mehr Straßen man hat, sagt Kraffi. Ja, da hast du sicherlich recht, das ist ein Faktor. Aber ich, weil, also wenn man die manuell setzen würde, ja, kann man vielleicht ein bisschen Einfluss nehmen. Aber ich finde es schon in Ordnung, dass man das nicht machen muss. Ich setze jetzt hier mal einfach ein zweites Siedlungsgebiet ran. Eins. Und die Straßen werden wieder so gesetzt. Zwei. Ich muss keine weiteren Straßen ziehen. Ich lasse das erstmal so machen. Dann haben wir 60 Betten. Und sind damit auch erstmal alle Bedürfnisse los, die nicht erfüllt sind bezüglich Dach über dem Kopf. Oh, we would all appreciate better access to food. Ja, das machen wir gleich. Jetzt lass mich mal eben schauen. Eigentlich war unser Plan ja, mit dieser Eisengeschichte voranzukommen. Kann ich denn jetzt... Ja! Hier, da, Iron Miner. Das können wir jetzt machen. Sehr schön. Und wir gucken jetzt mal Forge und Smith. Ja, okay. Dann machen wir das mal. Dann nehmen wir mal das Grid raus und machen das so. Bam. Das ist unser Forge. Und dann brauchen wir noch den Smithy. Der ist relativ groß. Ja, dann machen wir das so. Genug Freiraum lassen, dass da die Straße zwischengeht. So, nehme ich mal an. Reicht das nicht? Nee. Okay, warte mal. Mach mal ganz langsam. Jetzt noch nicht anfangen zu bauen. Vielleicht habe ich es zu dicht gebaut. Ich will hier auf jeden Fall... Ja. Nicht ideal. Okay. Also das muss doch eigentlich gehen. Okay. Nee, das geht nicht. Dann müssen wir das nochmal abreißen. Und das auch. Shit. Das war offensichtlich nicht weit genug weg. Da eine Straße zwischenzukriegen. Das wundert mich jetzt. Okay, dann gehen wir ein bisschen weiter weg. Machen wir das so. Ja, da ist halt besser, wenn man dann komplett pausieren kann, ne? Was? Was ist denn jetzt los? Fehlt mir dafür... Ach, mir fehlen dafür die Dinger. Die Lumbus. Krieg die nicht zurück? Was ist denn mit meinen ganzen Lumbus? Die sind jetzt nicht alle verloren. Oder sind sie alle verloren? Hm.
Also erstmal hier Eisen natürlich. Stellen wir wieder drei Leute ein. Yep, bop, 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 bop. Sehr gut. Eisenproduktion. Und jetzt haben wir wieder den Frühling, ne? Und schwuppsiwupps ist es alles wieder grün und schön. Das gefällt mir. Brauchen wir eine zweite Lumbermill. Manchmal habe ich das Gefühl, wir brauchen eine zweite davon. Ist die Frage, bauen wir sie hier hin? Oder bauen wir sie hier hinten hin? Und die Frage ist, wo werden die eigentlich eingelagert, diese Rohstoffe? Wie ist eigentlich der Weg? Gibt es ein zentrales Lager? Kann man denen dabei zuschauen, wo sie das einlagern? Oder ist das egal? Das ist ja auch bei jedem Spiel ein bisschen anders. Stockpile? Ja, können wir auch mal bauen, so ein Stockpile, ne? Ah, okay, das braucht. Oh, das braucht richtig viel Platz. Braucht richtig viel Platz. Wo bauen wir denn mal? Hier könnten wir es setzen. So würde gehen. Ist natürlich jetzt immer ein bisschen. Ja, machen wir mal. Also, wir haben jetzt wieder 34. Okay, das heißt, ich kann jetzt meinen Weg bauen. Dusty roads take me home to the place I belong. Ey, come on. Och, come on. No. Ach, come on, come on, come on, jetzt mach keinen Quatsch, bitte. Das hat geklappt. Wichtig, wichtig, wäre sonst ein bisschen frustrierend. Aber das klappt. Das heißt, hier ist der Einstieg hoffentlich auch gesichert, oder? Muss ich hier noch irgendwas verbinden oder so? Das sollte hoffentlich klappen. Wo waren wir? Ey, 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 was habe ich verpasst? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich aufgehört hatte. Haus Schumain, Super Zombie Boy. Sullivan, herzlichen Dank. Official Recudo und Nay lade ich euch. Ich sage euch nochmal. Danke. So, das ist bald fertig. Das ist super, super. Die Smizzy. Eisen wird hier auch schon fleißig produziert. Da oben 23 Iron Ingots haben wir schon. Herrlich. Essen sieht auch gut aus. 136 Simple Meals. Das ist ja fantastisch. Pilze rulen auf jeden Fall gerade. Oh, der anonyme Schenker, herzlichen Dank für deine 5 in den Club. Die gehen an Polar Dotti, Bad Habit, Red Lion, Wimmy Wonders und Kellersaugor. Dank dir. 83%, komm, wir können es mal ein bisschen beschleunigen. So. Und wir wollen natürlich, zack, 5 Leute rein. Wie viele Arbeitskräfte haben wir denn noch? Und hier stellen wir jetzt endlich diese Basic Tools her. Der Smith, auch genannt Tooligan, baut uns die Werkzeuge. Das läuft. Eisen wird geholt. Iron Miner 4458, also ist auch endlich leider.
Da müssen wir irgendwo dann nochmal. Wahrscheinlich gibt es dann diese unterirdischen Vorkommen, die wir dann erschließen können, wenn wir die dementsprechende Technologie haben. So, jetzt haben wir 6, 8. Ich glaube, wir können so langsam mal weiterschauen, dass wir Hunting erforschen. 22 brauchen wir. 22 von diesen Tools und dann kommen wir damit weiter. Machen wir am Tag. Naja. So, was können wir noch in der Zwischenzeit bauen? Haben wir irgendwas Neues? Nö, Stockpile haben wir auch errichtet. Müsste fertig sein, ne? Ja, hier ist der Stockpile. Schaut mal. Okay. Ah, hier sieht man das dann auch. Was haben wir hier? Logs ist immer noch 500. Können wir das jetzt erhöhen? Auf 1000? Storage Limit? Warum auch nicht, ne? Also ich muss sie ja nicht vergeuden. Mushrooms 1100, okay, ist gut. Cake Amelie, herzlichen Dank, Cake Amelie. Ey, ich werde euch übrigens die Tage mal so ein, zwei Mal nerven. Bezüglich Abonnements. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Twitch hat seine Strategie, seine Partnerschaftsbedingungen geändert. Und erlaubt es für Streamerinnen und Streamer einen besseren Vertrag, einen besseren Deal zu bekommen. Bislang ist es so, dass von diesen Abos, die ihr da lasst, bei mir und auch bei vielen anderen Streamerinnen und Streamern 50% an Twitch gehen und 50% bleiben hier bei mir. Und wenn man gewisse Zahlen erreicht, dann macht Twitch das für die Zukunft so, dass man 70% behalten darf. Also statt 50 würde ich 70% bekommen und 30% gehen an Twitch. Dafür brauche ich aber gewisse Zahlen, die ich sozusagen erreichen muss. Und ein Aspekt ist 300 Bezahlabos. Und das Problem mit dieser Bedingung ist, dazu zählen weder Prime-Abos noch Geschenk-Abos. Prime und Geschenk-Abos zusammengenommen komme ich auf jeden Fall auf diese benötigte Zahl. Aber wenn ich die Prime- und die Geschenkabos abziehe, dann glaube ich, bin ich noch auf jeden Fall recht deutlich unter 300. Deswegen werde ich euch die nächsten Tage mal ein bisschen nerven und euch ein bisschen aufklären, weil natürlich wäre das für mich sehr schön, wenn wir diese Zahl erreichen. Das Problem ist, ich muss die quasi drei Monate hintereinander diese Zahl abliefern, sozusagen. Und ich glaube, Oktober ist der Stichtag. Ich weiß gar nicht, also Juli, August, September. Wahrscheinlich zählt es für Juli, August, September. Und dann wird im Oktober geguckt. Und wenn man diese Bedingung, und das ist eine von drei, glaube ich, die man erfüllen muss, diese Bezahlabos, erreicht hat, dann wird man sozusagen eingeladen, dass man einen besseren Deal bekommt, 70-30. Und da habe ich natürlich Interesse dran und will euch natürlich jetzt hier auch ungern irgendwie voll nerven, dass ihr hier Kohle lasst und so. Also ist alles cool, müsst ihr auch nicht. Aber es wäre natürlich schön, wenn am Ende des Tages von denen Abos, die ihr hier lasst, dann auch 70% bei mir bleiben und nicht zu Twitch gehen. So gern ich Twitch auch hab, da hört die Freundschaft auf. Genau, also fühlt euch bitte nicht zu sehr bedrängt oder so, aber ich kläre euch da auf jeden Fall mal auf, weil das für mich natürlich vorteilhaft ist. So sieht's aus. Herzlichen Dank, Paxi und Speedy Warm, die ihr direkt reinbuttert. Herzlichen Dank. So, we need stability. Was ist denn das hier? Oh, guck mal, ein neuer Auftrag hier. A message from the community. Chief, it seems like we've been able to set things right since settling down. Our small settlement built by toiling day and night now needs some security and stability. We should at least make sure that we have left our days of hunger and thirst behind. Meet the food and water demands of the whole population for 3 days on regular distribution. Ja klar, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Baron von Schnapstorf, herzlichen Dank. Ich mag deinen Namen, Baron von Schnapstorf. So, das kriegen wir doch auf jeden Fall hin. Wir sind ja schon auf Regular, wir haben genug. Oh, Wasser wird knapp. Wasser wird knapp, pass auf. Mach mal ein bisschen langsam. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann. Es ist sehr ähnlich jetzt wie bei dieser Twitch-Geschichte gerade. Ich muss das jetzt hier für 3 Tage erfüllen. Und wir werden ja auch neuen Zuwachs bekommen. Also früher oder später brauchen wir eh eine neue Well.
Und, well, dann kann ich... Oh, guck mal hier. Da sind 6 Striche. Dann können wir doch direkt hier jetzt auch einfach nochmal eine bauen. Und das ist ja mittlerweile auch ganz gut angeschlossen hier an die Infrastruktur. Wieso denn nicht einfach hier noch ein Well? Das passt doch gut. Ich mache mal erstmal die Straße und dann setze ich die Well daran. Das ist alles schief und krumm. So. Und jetzt... Well. Ups. Jetzt haben wir wieder das Raster an, das will ich nicht. So ist doch okay. Bam. Oh, Dragonlayer! Mensch, das ist aber lieb von dir. Herzlichen Dank. Dragonlayer haut 10 in den Club. Mensch, dank dir, Shogun. Pixel Poli, It's Nobody, Jayco, Nito, Nitokris. Nitokris? Nitokris. Lefandra, Staffelsohn, Mikey, Cutter, Arkav. Ihr habt gerade ein schönes Abo bekommen vom lieben Dragonlayer. Danke dir. Und Nightmare haut auch noch in den Club für 20 Monate. Vielen lieben Dank. Dragonlayer haut noch eins nach. Danke, danke. Vielen, vielen Dank. So, Essen, Trinken, Trinken. Ganz, ganz wichtig für meine Leute hier. Wir bauen den neuen Brunnen. Der hat hier 2 Wasserquellen. Das ist alles hervorragend. Und dann sehen wir, guck mal hier. Uiuiui, wir haben jetzt hier richtig viel Wasser. Und wir haben auch genug für die neue Forschung. Dann machen wir das doch direkt mal. Und gehen mal auf Hunting. Starten Research. Es dauert, was, 30 Stunden? Bis es fertig ist. Essen sieht gut aus, Wasser sieht gut aus. Also das, glaube ich, werden wir schaffen. Den ersten Tag haben wir auch schon. Und das sorgt natürlich dann für Zufriedenheit. Was müht er sich denn da eigentlich ab mitten im Feld? Wo kommt der denn hierher? Brauchst du hier noch einen Weg? Ich weiß nicht, warum du hier gerade mitten in der Wiesenlandschaft lang karrst. Vielleicht muss ich hier den Weg nochmal irgendwie voranbringen. Okay, jetzt nimmt er sich eine Abkürzung. Ah ne, der kommt hier rein, in die Forge. Das heißt, der muss doch eigentlich von hier gekommen sein. Das ist ein komischer Weg. Das muss ich eigentlich mal beobachten. Was hat er denn hier zu suchen gehabt? Querfeldein. Keine Ahnung. So, bald ist es soweit. Dann können wir neue Nahrungsformen anbieten. Dann können wir einen Jäger bauen für Meat. Bisschen schneller, schneller. Wie sieht das aus mit Bevölkerung? 46, das stagniert etwas. 12 Kinder. Oh, Technology Researched. Das ist fantastisch. Das heißt, wir können direkt schon mal schauen, ob wir die nächste Power Grid können wir machen. Ja, was haben wir hier noch? Surveillance. A new gains mysterious societies and potential risks await us. Unlock the Scout Guild Building. Achso, da kann man auf Forschungsreise gehen, sehe ich das dann richtig? Okay, machen wir einfach mal. Oh, das kostet 2300 Forschungspunkte. Vocational Training. Ah, okay, da können wir die Craftsmen und die Specialists machen. Das werden wir auf Sicht sicherlich brauchen. Aber Stück für Stück. So, jetzt können wir hier eine... Das haben wir, Windmill. Achso, das ist noch unresearched. So. Wir brauchen jetzt ein Gathering Camp und können dann eigentlich... Beziehungsweise, warte mal, wir haben hier schon... Das ist das Field Camp. Was ist denn mit unserem Gathering Camp hier hinten? Gibt es hier auch das Fleisch? Fisch? Oh, kommst du da an Fisch? Ja, eigentlich ja nicht, ne? Aber Hunter ist ein bisschen was. Das Problem ist, die scheinen mir sehr weit weg zu sein. Also der muss bis ans Ende
seines Einzugsbereichs gehen und dann wird er vermutlich lange Wege zurücklegen müssen. Aber egal, das machen wir jetzt einfach mal. Und dann ist die Frage, wenn ich nochmal so ein Gathering Camp hier mache, guck mal, hier ist nämlich Fisch. Steht da wie viel? Ah ja, da, guck mal, oben links. Oh, Fleisch und Fisch, hier oben wäre nicht schlecht. Schaut mal. Fisch ist nur eins. Wie sieht das hier aus? Drei Fisch. Fisch, 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 drei Fisch. Drei Fisch. Naja. Man sieht ja eigentlich ganz gut aus gerade mit dem Essen, aber... So, wir könnten den jetzt... hier. Vier Fisch, fünf Fleisch. Sieht ja eigentlich nicht schlecht aus, ne? Ich meine, wir haben echt viele Lebensmittel. Die Frage ist, werden die schlecht oder kann man die endlos einlagern? Weil wir haben 571 derzeit. Also wir brauchen eigentlich gar nicht mehr so viel mehr. Aber ich will natürlich auch eine gewisse Varianz ermöglichen. Und früher oder später brauchen wir das eh. Also je mehr Bewohner kommen... Was kostet mich das? 12 Lumber, 58 Stone. Das ist immer teuer. Aber machen wir jetzt einfach. Gut. Trauen wir uns jetzt. Wir brauchen mehr Fleisch. Wir brauchen mehr Fisch. Wir brauchen Alternativen zu der Pilzsuppe. Den hängt sicherlich die Pilzsuppe auch mittlerweile ein Stück weit zum Hals raus. Und ich muss mal gucken, wie sieht das denn hier aus mit... Storage, Simple Meal, 2600, ja, okay, wir haben, das kann alles. Einlagern, Lila Blue, Tenacious Tim, herzlichen Dank, Leute. Tenacious Tim. Und wir haben die Scout Guild. Okay, die gucken wir uns jetzt mal an, wo ist die? Hier, Scout Guild. Send Scout to explore our surroundings and exploit opportunities. Das klingt nach einer Sache, die ich gerne mache. Dann lass uns das doch einfach mal... Hier so vielleicht. Brauche ich da keinen Weg für? Nö. Ist, glaube ich, völlig egal. Dann bauen wir hier mal diese Scout Guild hin. Mal gucken, was wir da noch für Optionen haben. Ob man da Expeditionen losschicken kann, wie bei Stranded Alien Dawn. Oder was auch immer. Und was? We need more? Iron Limbs, a message from community. Chief, since we can now process metals, you can give us the means to produce durable and effective tools of your own creation so that we can send see to our daily task. Work can be done with our tools. So, bababab. Was willst du denn jetzt? Was genau? Jetzt tut, aber wie viele muss ich machen? 50. Produce 50 basic tools. Ja, das kriegen wir doch hin. Wir sind ja schon bei 80. Das wird mir leider nicht angerechnet. So, das haben wir geschafft hier übrigens. Chief, we have overcome this trial. It's a source of joy for everyone. Though a small one. Wie a small one. Okay, also das hatten wir gar nicht eingesammelt. Diese freudige Erfolgsmeldung, dass wir die Leute alle auf regular ernährt bekommen haben. Wir können einen neuen Technology Tree hier anwählen. Machen wir mal das. Start Research. Strom ist immer wichtig. Strom ist wie ein neues Zeitalter, ne? Weg von Lagerfeuern und Öllampen hin zur Elektrizität. Das ist schon ein großer Step auf der Zivilisationsleiter. So, dann baut das mal. Wir machen ein bisschen schneller. Bauen uns mal diesen Scout-Turm oder was auch immer das ist. Vielleicht kann man da dann auch neue Siedler gewinnen. Verzeihung, das war ein sehr plötzlicher Nieser, der mir entfleucht ist. Ich habe es gerade noch geschafft, das Mikro stumm zu machen. Okay, also Scout-Team 1, Scout-Team 2. No, 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 wie First Loss.
A sadly day for a sad day for all of us. Chief, we're no stranger to death, but this is the first time we've encountered it since we settled here, and it hurts even more. Yasmin O'Neill died of illness. Oh god. Hint, there are many factors that affect people's health. Nutrition and water are the most important of these. You need to produce solutions against many variables such as seasons, heavy work conditions, epidemics, insufficient supply, and harmful external effects. You can view these indicators in the overview panel. Ja, Mensch, Yasmin O'Neill. Aber das kann ja mal passieren. Ich wollte jetzt mich erstmal hiermit auseinandersetzen. Scout Team. Noch kein Strom. Wie mache ich das denn jetzt? Wie schicke ich euch denn los? How can I do it? Die muss ich doch irgendwie losschicken können. Oder machen die das alleine oder was steht denn da? Ach so, ich glaube, da ist... Das soll wahrscheinlich... Was bedeutet das? Dass Strom fehlt, ne? Wir brauchen 60 Strom. Ja. Vermutlich geht da nichts ohne Strom, aber das erforschen wir ja gerade, von daher. Alles gut. Strom ist das Rad der Moderne, ja, das kann man so sagen, ne? Sieht ja momentan alles gut aus. Was macht hier unsere... Oh, da habe ich noch gar nichts eingestellt. Schaut mal. Wir wollen natürlich... Oh ja, stark. Das und das. Also wir wollen an Fisch und an Fleisch ran. Und die Frage ist, ob die Suppenküche... Guck mal, da kann man nämlich jetzt auch das machen. Ah, man muss sich für eins entscheiden, ne? Wir haben ja wirklich viel Fleisch. Befürchte, ich muss eine zweite Suppe bauen, ne? Bronze, why? Okay, da brauche ich einiges, um es abzulehnen. Vielleicht muss ich noch eine zweite Soup-Kitchen bauen. Ich muss mich immer für ein Rezept entscheiden. Und dann können wir den Fisch... Können wir dann nicht... verwerten. Das wäre doch blöd. Ich brauche einfach mal eine zweite davon. Kostet nicht so viel. So. Das ist hier die Soup Kitchen Area. Let's go. Hier ist die Erforschung fertig. Dann haben wir Strom. So, Technology Researched, Windmill und Electricity. Das bedeutet, wir können jetzt die Windmill bauen. Kostet was? 12 Eisen. Ja, das bedeutet, ich muss mal gucken. Jetzt müsste ich vermutlich diese Werkzeugfabrik einmal darum bitten, nicht das ganze Eisen zu verwenden. Das kann man ja, glaube ich, irgendwo einstellen, wie viel ich dem gebe, ne? Ah, ich will es ja auch nicht pausieren, ich habe jetzt 110. Ich glaube, ich muss es kurz mal pausieren. Also, wir machen mal... Warte mal, da steht's da. Ja. Demolish wollen wir natürlich nicht machen. Ich glaube, ich pausiere das mal ganz kurz, dass wir kein Werkzeug herstellen, damit wir uns ein bisschen was von diesem Iron Ingot einsammeln können, um diese Windmühlen zu errichten. Und vermutlich brauchen wir ja mehr als eine Windmühle, ne? Guck mal, hier sieht man nämlich auch wunderbar, wo ist Wind überhaupt zur Verfügung. Ja, hier ist genau eigentlich auch der Bereich, wo ich irgendwann... Obwohl, ich kann hier auch Felder errichten. Ja, guck mal, wir müssen natürlich, denke ich mal, hier ist der Wind sehr gut. Muss ich das irgendwie ausrichten? Ne, Windmühle sind doch flexibel, ne? Die Richtung ist bei einer Windmühle doch völlig schnurzegal, oder?
bauen wir mal hier jetzt einen kleinen Windmühlenpark. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. Machen wir das mal. Hoffen wir, dass das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Nämlich, dass jetzt hier da nichts mehr eingelagert wird. Und wir das jetzt alles für die Windmühlen nehmen können. Los. Ja. Base Production Rate. Ist der schon automatisch jetzt im Stromkreis angeschlossen? Okay, 308 Strom. Warte mal. Das geht mir zu schnell. Also, wir machen jetzt 308 Strom. Und die Consumption war jetzt 100, aber es wird natürlich mehr werden. Wir werden ja mehr Gebäude noch errichten, die Strom benötigen. So, was ist jetzt hier? Jetzt haben wir Strom. Will ich jetzt mal jetzt irgendwas... Oder wie, oder was? Das, ehrlich gesagt, checke ich das hier noch nicht. Keine Ahnung. Ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert. Da ist immer noch irgendwie so eine Fehlermeldung. Die kann ich nicht identifizieren. Was mag das sein? Sehe ich genau was? Production Buildings, okay. Oh, die Main Hall macht 200 Kilowattstunde noch. Das ist interessant. Check. Scout Guild. Warum funktioniert die Scout Guild nicht? Tja. I don't know. Das muss ich irgendwie nochmal rausfinden, was jetzt mit der Scout Guild ist. Also... Das haben wir alles. Lass uns nochmal hier gucken. Das ist nämlich fantastisch. Jetzt können wir... Da brauchen wir richtig viel für. Das haben wir. Okay, jetzt müssen wir einfach warten, bis wir hier 2203... Oh, warte mal. Das ist aber nicht mehr so weit weg. In Kürze sind wir so weit, dass wir Vocational Training machen können. Das ist gut. Können wir auch Papier herstellen. Yo, also wir haben 396... Leather. Lass uns mal in die Suppenküche gehen, kurz. Mir fällt gerade was ein. Ich habe ja da noch eine zweite Suppenküche. Pass auf, dann machen wir das folgendermaßen. Hier machen wir die Pilzsuppe. Genau, dann machen wir da Fleisch und hier Fisch. Und dann ist doch alles gut. Fisch. Wir haben richtig viel Essen, das ist super. Was? Ja, vielleicht nehmen wir dann hier mal einen raus. Setzen da einen zweiten. Das reicht. Wir müssen jetzt ja nicht überall... Jetzt langsam fängt es nämlich an, dass wir ein bisschen sparsam sein müssen mit Arbeitskräften. So, jetzt haben wir 41. Jetzt kann ich das mal wieder in Betrieb nehmen. Bitte... Bislang alles wunderbar harmonisch aus. Es fehlt uns an nichts. Kein Hunger, kein Durst. Auch Ressourcen. Alles gut aus. Leather ist auch da. Sie können immer noch neue Kleidung bauen. Es gibt sogar Fischsuppe. Das ist doch echt toll. Dann warten wir mal einfach, bis wir gleich genug Forschungspunkte haben, um das nächste Projekt zu starten. Oh. Was? Sandstorm. Oh Gott, sind jetzt alle... Oh Gott, ein... Oh, oh mein Gott. Oh shit.
Oh Mann. Ich hoffe, alle sind sicher, in Sicherheit. So, das haben wir geschafft. Success! Sehr schön. A small success. Ach, guck mal hier. Plus 20 Morale to all classes. Sandstorm Effekt. Ja, das ist der Sandstorm Effekt. Der gefällt mir gar nicht. Maintenance Cost on Buildings increased by 18%. Workforce Condition minus 8. Bläh. Ja, ein positiver, ein negativer Effekt. So sieht's aus. Hier sieht man nochmal die Übersicht. Keine Advisors. Error 2. Das ist eine Preview der nächsten Error. Copper. Requested Knowledge 3850. Guck mal, das wird am Ende hier so richtig industriell. Seht ihr, das sieht ja die Gebäude und so. Das wird richtig wie eine große Stadt werden. Das finde ich super. Also, ich glaube, dass diese Reise uns dann wirklich bis in eine Zeit führt, in der das schon wieder großstadtmäßig aussieht und nicht mehr so eine kleine Siedlung ist. Oh. Wir akzeptieren die natürlich. Wir haben so viel zu essen. Ihr dürft alle zu uns kommen. Wir haben sogar genug Housing schon vorbereitet. Also herzlich willkommen, ihr alle. Lasst euch gerne bei uns nieder. Wir haben genug Speis und Trank und Betten für euch. So, wann geht denn eigentlich dieser Sturm mal vorbei? Sturm sieht nice aus, ne? Das stimmt. Aber hier wie der Baum im Vordergrund so schön wackelt. Oh, guck mal hier, das Miet ist voll. Das bedeutet, ich werde mal... Ich nehme mal einen Hunter hier raus. Beziehungsweise ich kann ja auch hier das einfach mal hochsetzen, ne? Solange das nicht schlecht wird, ist das ja wunderbar. Tja. So, wir haben 2387. Was habe ich gesagt, brauche ich? 2300. Start Research. 94 Stunden dauert das. Aber dann können wir die Technical Bootcamp und auch Paper herstellen. Und Paper haben wir ja vorhin schon gesehen. Das können wir auswählen hier, glaube ich, ne? Da, Paper. In der Lumber Mill, sodass ich gerade überlege, ist es an der Zeit, eine zweite Lumber Mill zu bauen? Why not, oder? Können wir ja schon mal einen Auftrag geben. Wir machen ja gerade eh nichts. Ja, das sieht sehr gut aus. Mit der Straße da auch noch. Genau. Ja, mach das mal. Und dann können wir hier am Grid. Nein, come on. Ah, okay, jetzt geht's. Komisch. Seltsam. Ich verstehe immer noch nicht, was diese Fehlermeldung zu bedeuten hat. Ich verstehe es einfach nicht. Brauche ich da so Specialists? Ach, kann das sein, dass ich die andere Arbeiterklasse erst brauche? Craftsman oder Specialists oder sowas? Specialists? Vielleicht brauche ich dafür Specialists. Ich weiß es nicht. Smudgemo! Ohoho! Herzlichen Dank, Smudgemo. Genau, ich wollte noch ein bisschen Häuser bauen, ne? Wir sind nämlich jetzt bei 60 und das ist exakt die Anzahl an Häusern, die ich bislang habe. Deswegen bauen wir nochmal zwei Shacks und machen direkt hier auch die Dusty Road. Bam. Ey. Sind wir zukunftssicher aufgestellt. Strom passt auch noch. Müssen wir früher oder später aber wahrscheinlich noch mehr bauen. Ich frage mich auch mit dem Wind hier, ob das vier, also wenn wir hier den Wind Layer nehmen,
Wie viele Felder sind das, ne? Also wahrscheinlich könnte ich hier auch noch zwei bauen. Jetzt gehen wir hier. Habe ich das irgendwo angezeigt? Da. Hier ist lame. Hier müsste dann high. Aber auch nur drei, ne? Okay, also hier können wir noch nachbauen. Das ist auch noch high wind. Dann hatten wir hier hinten noch. Na, da sind sogar fünf. Und an der Küste müsste ja eigentlich. Eigentlich würde man meinen, in der hier an der Küstengegend, ne? Wo der Wind. Und. Oh, hier, krass. Okay. Aus irgendeinem Grund hier. Guck mal. Hier haben wir sechs Streifen. Also hier könnte man auch einen Windpark bauen. Ist natürlich ein bisschen weiter weg, aber ist ja eigentlich auch egal. Weil da wird ja nichts transportiert außer Strom. Muss ich einfach nur eine Straße hinlegen. Und dann transportiert der Strom sich von alleine. Von daher, das muss ja gar nicht im Inneren meiner Siedlung liegen. Kann ich auch ein bisschen auslagern. Solange ich da nicht angegriffen werde oder so von irgendwas, ist das ja alles völlig in Ordnung. So wie DanceBy auch völlig in Ordnung ist. Vielen Dank für dein Abo, DanceBy. Autumn, also wir haben es wieder Herbst. Ich bin zufrieden. Oh, Iron Ore. Das müssen wir mal hier einlagern. Da bist du. Das geht natürlich nicht. Das Iron Ore brauchen wir früher oder später natürlich. Das darf weiter eingelagert werden. Leder auch. Brauchen wir alles. Gibt keinen Grund, da jetzt zu geizig zu sein. Der Forschungsbaum rödelt auch weiter fleißig rum. Ja, ich glaube, da machen wir einfach mal die Geschwindigkeit schneller. Und warten ab, dass wir mit der Forschung durch sind. Wo sind denn hier eigentlich? Können wir da schon irgendwas bauen? Nee, ne? Oh. Sehr gut, die Technology is researched. Können wir jetzt irgendwas Neues machen? Nö. Gibt es nichts mehr zu erforschen. Weiß nicht, ob die Demo da endet. Je ne sais pas. Aber wir können jetzt bestimmt irgendwas Neues machen. Erstmal Papier natürlich, klar. Und da ist es, das Technical Bootcamp. Ja. Das ist ja super. Das Technical Bootcamp, das können wir neben die Scout-Gilde hier bauen, oder? Ach, guck mal, da ist leider nicht genug Platz. Egal, dann bauen wir dich hier hin. So. Bin mal gespannt, ob wir dann hier auch da irgendwas erreichen können. Vielleicht können wir da einen Scout ausbilden. Wir werden sehen. Hammer, Hammer auf super Geschwindigkeit. Sieht auch süß aus. Hack, hack, hack. Und gleich ist es fertig. Jetzt. Okay. Also, machen wir mal kurz langsam. Was können wir hier machen? Technical Bootcamp. Craftsman Cost Unknown. Okay. Wow. Das kostet 800 Paper. Not enough Paper. 800 Paper. Zum Glück haben wir hier schon unsere zweite Mühle gebaut, unsere zweite Lumber Mill, und ballern hier direkt fünf Leute rein, die hier mal wunderbar aus unseren Loks, von denen wir eh viel zu viele haben, 96 von diesen Papers am Tag machen. Das dauert dann trotzdem relativ lange. Was ist das? Ability to transfer information. We've made a rapid progress, Chief. Knowledge will gain more importance after these stages. As a community, we need to better produce and share knowledge into systematic methods. This pass begins with processing paper. Let's start. 400 Paper, das ist ja gar kein Problem. Die Aufgabe nehme ich gerne an, denn ich habe hier alles vorbereitet bereits mit dieser zweiten Lumber Mill. Und da arbeiten jetzt fünf Leute hier richtig hart an der Papierherstellung. Bürokratie ist, glaube ich, nach Strom die zweitwichtigste Erfindung der Menschheitsgeschichte. Deswegen Papier ermöglicht
natürlich auch Bürokratie. Deswegen ist das sehr wichtig. So, ein bisschen mehr Lagerplatz für Stein. Warum sollten wir den Stein verkommen lassen, den guten Stein? Jetzt heißt es wieder ein bisschen warten. Guck mal, wir haben schon 304 Papier. Wow. Es geht echt schnell. Das heißt, diese Aufgabe ist hier gleich erfüllt. Happy, happy. Joy, joy. Der Winter ist da, ist mir egal. Alle haben ein Haus. Hier, der Viererblock ist auch fertig. Alle haben Essen, alle haben Trinken. Es gibt sogar eine richtig schöne Food Variety. So, Stable Management. Paper is an important contribution for new technological developments and other needs. We must not forget to keep sufficient stock at the ready. Okay, die haben wir. Sehr gut. Wieder ein geiles Random Event. Chief, the stranger's name is David Haroldson. We made first contact, but he didn't give us much information. He said he had valuable information to share with us. With you. Start conversation. Oh, pass auf. AI NPC, this experimental add-on is still in its very early stages. We believe that AI technology can make a useful difference without radically changing the gaming experience. With this understanding, you can come across as AI individuals in our game, as characters in the universe, travelers from the outside world, or members of other communities. They may ask you for help, assign tasks, negotiate with you, and if you push your luck, they may open extra content that they are not willing to share, or it may backfire. For AI interaction, write your prompt dialogue in the correspondence field, examine the potential results. Open on the left side of the screen according to the answers received. If there is a quest that is open directly, you can accept or reject it and return to the game. Okay, warte mal, das ist ja so ein bisschen ChatGPT-mäßig. Das ist ja geil, das ist das erste Spiel, was wirklich so eine KI implementiert. Oh, das ist geil. Hoffentlich klappt das gut. Okay, das ist richtig krass. This AI-Plugin is a Beta-Testing-Unit. It may not work properly at this stage. Ja, aber das ist ja trotzdem geil. Geil, geil, geil. Okay, da bin ich sehr interessiert, das jetzt auszuprobieren. Advisor Malik Higgins. Chief, the stranger's name is David Haroldson. We've made first contact. Ah, das hatten wir schon. Click anywhere to start conversations. David Haroldson, Traveler. Okay. Das ist ja so geil. Das ist ja so geil. Hello. Hello, David. May I call you David? Of course, Chief. What is this? Call me whatever you like, as long as you have those 68 basic tools I need. Huh. What do you need these tools for? If I may ask. Of course, Chief. And to answer your question, I need those tools to fulfill a trade deal I made with the town of Foxglove. They're in dire need of these basic tools for their daily tasks to survive. Unfortunately, on my way back from delivering the tools, I had an accident and lost all my cargo. So now, I'm in a bit of a bind and can't continue with my business until I get those tools back. Can we help you retrieve those tools you lost? Greetings, Chief. You may call me whatever you like, as long as it's not too insulting. As for the tools, I was delivering them to the good people of Foxglove. They need them for their daily tasks to survive. Unfortunately, my cargo fell into a deep riverbed while crossing a damaged bridge. I appreciate your offer to help retrieve the tools, but I fear they may be lost forever. What I need now is 68 basic tools to fulfill my trade deal with Foxglove. Ey, das ist ja so geil. What can you tell me about... Das ist der Hammer. Of course, Chief. You may call me whatever you ja, like. Ja, okay. As for the tools, they were meant for the people of Foxglove. You see, they are a small settlement that relies heavily on basic tools for their daily tasks. Without them, their survival is at risk.
and as for retrieving the lost tools, I appreciate your offer, but unfortunately... Okay, er wiederholt das jetzt leider die ganze Zeit. They fell into a deep riverbed while crossing a damaged bridge. It's impossible to retrieve them now. Okay, das war's. I would like to help. I would like to help and will provide you with the tools you asked for. What can you offer me in return? Ach, da ist er jetzt still, oder was? Hallo? I would like to help and will provide you with the tools you asked for. What can you offer me in return? Warte mal, he demands... Ach so, einfach... Okay. Are you still there? Yes, I'm still here, Chief. I was just reminiscing about the good old days when we had all the luxuries and conveniences that we take for granted now. Yeah. But alas, those days have long gone. Now we must rely on our wits and our skills to survive in this harsh world. And that's where my expertise comes in handy. Oh. I may not have any assets to offer you right now, but I can promise you that my knowledge and services will be invaluable to you in the future. So what do you say, Chief? Do we have a deal? Would you like to, I would like to recruit you for our town. Are you interested? I would like to recruit you for our town. Interested? Das ist richtig grammatikalisch. I would like to recruit you for our time. Ach, ich habe das falsch geschrieben. Mit I wird es geschrieben. Und ohne E. Okay. Das ist, hab's einfach falsch geschrieben. Das Wort kam ja. Ich starre das Wort 5 Sekunden an, denke mir, irgendwas stimmt an diesem Wort nicht. Aber na klar, es wird ja so geschrieben. So wird's geschrieben. I would like to recruit you. For, oder into our town? I would like to recruit you for our town. Town. Are you interested? Well. This is quite an unexpected turn of events, isn't it? You want to recruit me for your town? This is your guy. Well, let me tell you something, Chief. You won't find anyone else like me out there in the wasteland. Not only am I an expert in ancient technologies and ruins, but my bartering and negotiating skills are second to none. And as for my personality traits, well, let's just say that people tend to gravitate towards me because of my kind and positive nature. This is your so guy. Yes, Chief, you can count me in. Yes! Oh, das ist ja Hammer! Nice! Welcome to our town. Thank you, Chief. I'm excited to be a part of your town and to bring my skills and experience to the table. I can't wait to explore the ruins around here and discover the secrets of forgotten technologies. Who knows what kind of treasures we might uncover? And don't worry, I'm sure I'll find ways to keep you entertained with some stories from my travels, too. It's not every day that you meet a wandering merchant who's seen the whole wasteland. Er ist auch echt von sich sehr überzeugt. Aber ist mir egal. Okay. Okay, so... make yourself... comfortable? So, okay, make yourself comfortable. We have plenty of food.
have plenty of food. Meat. Fish. And, of course, mushrooms. You can pick a free room in one of our houses, and I will introduce you to the town folk. Reagiert da nicht drauf. Okay, so make yourself comfortable. We have plenty of food, meat, fish and of course mushrooms. You can pick a free room in one of our houses and I will introduce you to the town folk. Interessiert ihn nicht? Was? Fisch? Ah, ich habe deutsches Fisch geschrieben. Ja, okay. Ja, aber daran kann es doch jetzt nicht liegen, oder? Dass ich mich einmal bei Fisch vertippt habe. Na gut, aber dann sage ich einfach mal accept. That's great news, Chief. I knew I could count on you to be reasonable and fair. And don't you worry about a thing. I'll make it worth your while. Once we get those tools, we'll be unstoppable. With my expertise and your leadership, there's no telling what we can achieve. We'll be the envy of all the other settlements in the area. So sit back and relax, because you're in good hands now that I'm on board. Also, das ist ja fantastisch. Looking forward working with you. Looking forward working with you. Have a nice day. That's great to hear, Chief. I can't wait to get started. I have a feeling that this is just the beginning of a beautiful partnership. Who knows what kind of adventures we'll have together. Ey, ich bin in Liebe damit. Maybe we'll even stumble upon some ancient artifacts that will change the course of history. But for now, let's focus on getting those tools for the good people of Foxglove. Who knows, they might even throw us a party in gratitude. Wow. Haven't had a proper party in ages. Would you dance with me if they throw us a party? Ah, you know it, Chief. I may be a wandering merchant, but I've got some moves that will make your head spin. And who says we need a proper dance floor to get our groove on? We'll make do with whatever space we have and turn it into a dance floor. Just you and me, Chief, shaking our hips to the rhythm of the Wasteland. It's going to be epic. Alter, das ist ja so geil. Alter, das ist ja richtig geil. Das ist, ich bin richtig begeistert. Well, David, that sounds like the beginning of a wonderful friendship. You're absolutely right, Chief. I couldn't agree with you more. I have a feeling that we're going to be great friends. And who knows, maybe one day we'll look back on this conversation and laugh at how it all started with a lost cargo and a simple trade deal. Life works in mysterious ways, doesn't it? But one thing is for sure, I'm happy to be here and to have met you. Let's make the most of it. Hammer. Of course. Have you picked one of our free rooms already? Not yet, Chief. I've been so caught up in our exciting conversation that I haven't even had a chance to look around. But I have a good eye for detail, and I'm sure I'll find the perfect room in no time. After all, I've slept in some pretty strange places during my travels, abandoned buildings, underground tunnels, even on top of a tree once. So as long as it's safe and comfortable, I'm sure I'll be able to make do. But enough about me, Chief. What about you?
What about me? Well, David, as the chief, I Maus weg. Have a lot of responsibilities. Ist das richtig? Responsibilities? Well, David, as the chief, I have a lot of responsibilities. So, I'm very important. So far... Ohne A mit I, ne? Responsibilities? Responsibility. Das sieht irgendwie nicht richtig aus. Responsibilities. So far, we have achieved a lot under my leadership. Want to hear about that? Well, David, as the chief, ich glaube, der Text ist zu lang, glaube ich. David, we have a lot of food. Do you like meat, fish and mushrooms? Oh, I love food, Chief. And I have to say, your offer sounds like a feast fit for a king. Meat, fish, and mushrooms. Count me in. I've been living off of dried jerky and canned beans for the past few weeks, so this is going to be a real treat. And you know what they say, good food leads to good times. Maybe we'll have that dance party sooner than we thought. David, has there ever been a Mrs. Harrelson? Ah, Chief, I see what you're doing there. Trying to get me to spill the beans about my personal life? Well, I'll tell you this much. I've met many wonderful women in my travels, but none have been able to tame this wandering heart of mine. I'm a free spirit, Chief. A lone wolf who roams the wasteland in search of adventure and excitement. But who knows? Maybe one day I'll meet someone who will make me reconsider my ways. Until then, it's just me and the road. We have a lot of nice roads here. And also, we do have a lot of women or men who might be interested in taming your spirit. Okay, da sagt er nichts zu. Ist ja auch keine richtige Frage. This wandering heart of mine. Das ist ja fantastisch. Ach so, Okay, David. Now that you are a member of our community, would you like a proper title? Well, Chief, I'm not one to brag, but I do have a certain ring to my name that might suit me well. How about we go with David Haraldson, the Wasteland Wanderer?
It's got a nice ring to it, don't you think? And it's certainly fitting for a man who's seen as many strange and wondrous things as I have. But of course, the choice is yours. Whatever title you bestow upon me, I'll wear it with pride and honor. Das ist ja fantastisch. Oh, ich liebe es. Okay, welchen Titel wollen wir ihn mal angedeihen lassen? Klar, The Wasteland Wanderer ist natürlich nicht schlecht. Wie wär's mit Flaming Heart? Chief? What about the title Assistant to the Chief? Like to carry the title, sagt man das? Nein. To take the title as assistant to the chief? Assistant to the chief, you say? I like the sound of that. It's not every day that a watering merchant like myself gets offered such an esteemed position. But I'll tell you what, Chief, I won't let you down. I'll be your right-hand man, your confidant, your advisor. Together, we'll make this town the envy of the Wasteland. And who knows? Maybe one day they'll be singing songs about us and our legendary exploits. Ach, es ist ja fantastisch. Okay. I will tell the townsfolk the great news about your arrival, and we talk later, okay? I will tell the townsfolk the great news about your arrival. Okay, das, kann man das copy-pasten? Nee, ne? Okay, then. You get yourself settled and we talk later. Sounds good, Chief. I'll go and get settled in my new digs. But before I go, let me leave you with a little piece of advice. Never underestimate the power of a good attitude. In my experience, a positive outlook can turn any situation around. And with someone like me by your side, there's nothing we can't accomplish. Ich liebe den Typ so sehr. So let's raise a glass to the future. Chief, it's looking bright and full of possibilities. To the future. Absolutely, Chief. The future is ours for the taking. With me by your side, there's nothing we can accomplish. We'll build a community so strong and prosperous that even the harshest wasteland winds won't be able to knock us down. And when other settlements hear of our success, they'll come crawling on their hands and knees, begging us for trade deals and alliances. Ja, man. But we'll ja. Be too busy dancing and celebrating our victories to pay them any mind. Das ist ja so großartig. So let's raise a glass, Chief, and toast to the future, a future filled with hope. Also to the future, indeed, Chief, the possibilities are endless. Ich liebe diesen Typ, David Harrelson. I can feel it in my bones. Great things are on the horizon for this town, and I'm proud and honored to be a part of it. And with me by your side as assistant to the Chief, there's no limit to what we can achieve. We'll turn this place into a thriving metropolis, a beacon of hope in a dark and dangerous world. Mark my words, Chief, the best is yet to come. Hört nicht auf. Motivational David Harrelson. Chief of Motivation. Ist eigentlich der Chief of Motivation. Okay, alles klar. Bis dann. See you later, David. Okay. Possible new camp.
One more thing. Of course, Chief. What's on your mind? I'm always eager to hear what you have to say. After all, a wise water once told me that the key to success in the Wasteland is to listen twice as much as you speak. And believe me, I've done my fair share of listening during my travels. So go ahead, Chief. Let's hear it. Er ist einfach so ein geiler Typ. Oh, Chief, I'm afraid I can't reveal the location of Foxglove to just anyone. It's a closely guarded secret, known only to those who have earned the trust of its people. But I'll tell you what, if we manage to secure those tools for them, maybe they'll be willing to open their doors to us and show us around. Who knows what kind of treasures and wonders we might find there. But until then, let's focus on the task at hand and make sure those good people get the tools they need. Thank you, Chief. I'm glad we agree. With a title like David Haraldson, the Wasteland Wanderer, I'll be sure to strike fear into the hearts of our enemies and inspire all in our allies. And who knows? Maybe one day they'll build statues in my honor and hold festivals in my name. Yeah, absolutely. But for now, let's focus on more pressing matters, like getting those tools for the good people of Foxglove. I have a feeling that with me by your side, we'll make short work of this task and emerge victorious. Alright. Alright, but don't forget, your title is Assistant to the Chief. Don't worry, Chief, I won't forget my title. In fact, I plan on making it a name that people will remember for generations to come. The Wasteland Wanderer may be my moniker, but as your faithful assistant, I'll do whatever it takes to make this town thrive. And who knows? Maybe one day, they'll be calling me the Mayor of Foxglove or the King of the Wastes. But for now, let's focus on building a strong and prosperous community where everyone can thrive. Together, we can conquer anything that comes our way. Oh, es ist ja fantastisch. Okay, dann gehe ich mal wieder raus. Ey, okay, mal ganz kurz. Das ist das Geilste, ever. Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass das wirklich sinnvoll, müssen wir nochmal abwarten, wie sinnvoll es am Ende ist, aber zumindest spaßig eingebaut wurde in ein Spiel, und zwar einfach als zusätzliches Feature, nicht als Selbstzweck oder so. Und wenn das gut funktioniert und man wirklich eine gewisse Form von Freiheit hat, auch Sachen zu erreichen, da stand ja gerade links, was man im Dialog theoretisch erreichen könnte, nämlich, dass man irgendwie dieses die Location dieses Ortes irgendwie herausfindet, und ich glaube auch, dass er sich uns anschließt, war, glaube ich, auch eine Option, weiß ich gerade gar nicht mehr, zwei Optionen stand da. Das ist schon mega geil. Und der Typ ist ja auch so lustig, also wie der redet, ich kann mir direkt vorstellen, wie der so ist als Charakter. Und dass es geil vertont ist, die Stimme passt auch super zu ihm. Hammer. Also ich fand's echt super. Super Geschichte. Sehr schön. Dann lass uns doch mal jetzt gucken. Wir brauchen 800 Papier für 4 von diesen Spezialisten. Aber wir können ja einfach... Was? 600 Paper? Achso. Genau, 400 haben wir ja schon. Start Training. Gut, können wir jetzt schon mal 2 Leute ausbilden. A child was born. Oh. ...63 Erwachsene, 8 Kinder, 12, die noch nicht in Brot und Lohn stehen. Wie lange dauert das denn? Oh, das dauert ja voll lange. Boah. Okay. Naja. Dann machen wir mal wieder ein bisschen schneller, weil in der Zwischenzeit können wir jetzt erstmal nicht so viel machen. Wir warten einfach mal jetzt drauf, dass die ausgebildet werden, und gucken, was wir dann mit denen machen können. Standing ready to hit the road. Okay. Sehr schön.
hoffe mal, da kommt noch jetzt irgendwie ein Nachspiel, ne? Also wir haben ihm jetzt dem guten David, Assistant to the Chief, die Tools gegeben. Da wird ihn aber sicherlich... Ah. So, Technical Bootcamp Members. No one succeeded in their training. Und dafür habe ich 400 Papier bezahlt. Oh, es ist enttäuschend. Das ist ja einfach enttäuschend. Wow. Das ist krass. Die größtmögliche Enttäuschung. Ich überlege, ob ich mal kurzzeitig die Papierproduktion erhöhe. Indem ich in beiden jetzt Papier herstellen lasse. Damit es ein bisschen schneller geht. So, ich warte jetzt mal, bis wir 800, dann können wir zwei machen. Warten wir mal ein bisschen kurz. Oh, es ist wieder Frühling. Der Schnee schmilzt. Ich glaube, da wird natürlich jetzt in den nächsten Jahren so viel kommen, was irgendwie eine Form von KI-Unterstützung hat. Muss natürlich jetzt nicht immer so ein klassisches, ja, so ein Textfeld sein. Ne? Das kann ja auch alle möglichen Formen von KI beinhalten. Oh, wir haben hier 1000 Fälle. Wie bei der Polizei. Das ist ja noch ein bisschen mehr. Irgendwann werden wir die brauchen. So, okay, jetzt haben wir genug von diesen Papieren. Das machen wir hier mal wieder schwuppsdiwupps. Machst du mal das wieder. Kannst du ruhig 5 draufsetzen, finde ich eigentlich. Jetzt haben wir 800 Papier. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal. 800 Paper. Start Training. Ey, das wäre wirklich echt ein Skandal. Wenn jetzt wieder von allen 4 Kandidaten alle Lappen sind und keiner das schafft. Oh. Strange Lights. Chief, the sun has been looking different since yesterday. It can be said that it has almost lost its round appearance, just like the stories told by our elders. Nothing to do, but you might want to take a look. Okay. Was ist denn mit der Sonne los? Wow! Was ist das? Supernova? Nein. Was war das? Bad omen. All those stories are true. Our eye witnessed it. A century related to the same disaster is upon us again. We are not as fragile as the modern world facing the first, but we are confident that it will bring nothing but harm. How and in what way time will tell. Ja, das weiß ich natürlich jetzt auch nicht, was da jetzt passiert ist. Irgendeine sah aus wie eine Solar Flare oder so. Beeilen wir uns mal wieder ein bisschen Zeit nach vorne. Plopp, 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 die ganzen Pluszeichen hier, sehr befriedigend. So, Fleisch ist auch schon wieder voll. Wie viel Lagerplatz habe ich denn noch? Ich habe noch ein bisschen was auf jeden Fall. Da muss man ja nicht so geizig sein. Das kann man ja alles einlagern. Solange das nicht schlecht wird, ist das ja eigentlich alles wunderbar. Warum sollte ich mich jetzt darauf beschränken? Ich meine, wie das oft bei so Spielen ist, ne? Dann wird es irgendwann nochmal zu einer Katastrophe kommen und dann freut man sich über jeden Fisch, den man eingelagert hat. So, Ruhig. Erstmal das. Ach, das gibt's doch nicht. No one succeeded in their training. Ach, come on. Das ist ein Bug. Das muss auch ein Bug sein. Das ist echt mies. So, was? Wo ist jetzt ein Feuer? Wo ist ein Feuer?
Ach du meine Güte. Hier ist ein Feuer. Okay, voll Response. Alle müssen mit anfassen, das jetzt zu löschen. Ach du meine Güte. Los, bitte alle löschen. Da kommt das Wasser ausgespritzt, guck. Da steht da der Feuerwehrmann mit der Super Soaker. Psst. Voll Response. Kämpf gegen die Flammen an. Los. Nicht, dass ich glaube, dass so ein Gebäude aus 100% Holz da noch zu retten ist, aber hey, da ist der nächste mit seinem improvisierten Feuerwehrwagen. Guck mal hier. Full Response Force. Save the building. Ja, okay, die sind hier ein paar Tage mit beschäftigt. Das brennt hier lichterloh für Tage. Tage ziehen ins Land. Und am Ende verlieren wir das Gebäude doch. Tja. Das war unsere Holzfabrik. Ja, okay. Was? Ja, was mache ich denn jetzt mit dir? Demolish. Kann ich jetzt auch abreißen dann oder nicht? Ist ja nicht mehr zu retten, oder? Das war's. Naja gut, dann nehmen wir doch das letzte bisschen Würde, was uns geblieben ist, und stecken es in die ehrenvolle Ausbildung dieser Leute. Ich verstehe nicht, warum das nicht klappt. Star Training. Es muss weg. Ich glaube, ich kann das jetzt. Ich kann auch nichts jetzt irgendwie beschleunigen oder so. Wenn ich jetzt sage, ich mach mal. Müssen wir abwarten. Dann beschleunigen wir das Ganze mal. Minus 40 Workforce ist natürlich auch eine Menge. Für 3 Tage, okay. Tja, ich weiß nicht, ob das Ding auch, also dieses Feuer sich auch hätte ausbreiten können, übergreifen können auf irgendwas anderes. Keine Ahnung. So, bauen wir eine neue noch. Oh, one trainee ready to take on craftsman duties. One. Einer. Oh, das ist ja einfach lächerlich. Okay. Und jetzt? Das mit dem Scout-Team funktioniert immer noch nicht. I don't know. Why? Ich kann auch noch nichts Neues erforschen. Oh, das ist schon fertig. Schaut mal. So. Ja, okay, jetzt habe ich einen. Was mache ich jetzt mit dir? Wo ist er denn? So, ein Craftsman. Nee, die kriegen natürlich auch regular. Wir haben so viel zu essen. Ich kann übrigens auch mal extra geben. Ich hab so viel Essen, ich kann das einfach mal erhöhen, tatsächlich. Warum eigentlich nicht? Die kriegen extra. Die Workers können auch extra kriegen. Ich habe so viel Essen. Obwohl, jetzt geht's langsam bergab, ne? Man muss aufpassen. Man darf auch nicht zu gierig sein. Na, für eine Weile gibt's mir extra. Okay, Craftsman. Ein Craftsman. Einen. Was machen wir jetzt mit dem?
Den können wir hier irgendwo einsetzen. Und der gibt uns einfach eine erhöhte Effizienz. Aber sonst? Nix. Und das macht mich hier immer noch fertig. Ich verstehe es nämlich nicht. Wenn einer von euch eine Idee hat bezüglich des Scouts Guild, warum die nicht funktioniert, da wäre er shabby. Dahinter hat sich ja irgendeine Fehlerkachel verbirgt sich dahinter. Ich kann es nur aufgrund der Grafik nicht erkennen, welche das ist. Ich sehe es hier auch irgendwie nicht. Hier, guck mal, hier gibt es Available Actions. Mandatory Break. Okay, wir können den einen Tag freigeben. Ah, okay, State of Emergency. Brauchen wir aber nicht. Accelerated Training. Advisors. Eigentlich habe ich doch hier schon David als Advisor. Guck mal hier, ich kann übrigens ab 75 Required Population, also bei 75 Einwohner, kann ich auf Stufe 2 gehen. Und dann geht es, glaube ich, auch weiter. Wenn ich erstmal auf Tier 2 bin, dann wird hier noch ein bisschen was passieren. Aber ich brauche neue Einwohner. Die müssen langsam mal kommen. Wir haben jetzt hier 80 Häuser. Also das passt. Wir müssen mehr Leute noch anziehen. Ich würde es beim Wasser machen. Du meinst hier die Scout Guild am Wasser bauen? Meinst du, dass sie mit dem Schiff losfahren? Abreißen und neu bauen, sagt Cake. Ja, das ist. Immerhin im Zweifel steht es hier nur rum, ne? Tschüss. Einsetzen. Ja, ich wusste ja nicht wie. Ich baue das einfach mal jetzt. Warte mal. Das ist halt auch so komisch. Da passt es nicht. Ja, der Ort war schon eigentlich gut. Vielleicht muss ich so mehr an die Straße ran. Wenn ich so baue vielleicht. I don't know. Ich baue es einfach mal neu, einen Schritt näher an die Straße ran. Jetzt fehlt mir natürlich Iron. Oh, Iron Ore habe ich einfach richtig viel. Ich glaube, ich brauche noch eine zweite Forge. Oh, warte mal. Da arbeiten ja gar nicht genug Leute. Da, wieso kann ich da jetzt zum Beispiel nicht diesen Typen einsetzen? Ich habe doch einen. Warum geht das nicht? Geht nicht. Das ist echt blöd. Keine Ahnung. Ich baue mal eine zweite Forge. Mal eben schnell. Wo brauche ich dich hin? Da drüber. Schief und krumm. Ja, egal. Bauen wir noch eine zweite Fortune. Und ja, passt schon. Da brauchen wir natürlich jetzt hier. Oh, sind wir gleich fertig mit Iron Ingot. Wird das jetzt hier hochgezogen? Under Construction. Das ist auch Under Construction. So. Select Resource, Eisen. Oh Gott, das ist schon wieder ein fieser Sturm.
Oh, oh, oh. Keine Ahnung. Kann nicht Scout Team 1? I don't know. Vielleicht arbeitet das auch irgendwie automatisch schon. Steht hier irgendwas? Hm. Was ist das? Da kommen neue Leute. Das war doch gerade ein Siedler-Track hier. Wo kamen die her? Da. Die wollen bei uns leben, guck mal. Ja, da! Foreigners! Was wollen die Foreigners? Was sieht bei uns an? Hier, guck, geil! Guck mal. Yes, accept. Wie viel sind denn das? Accept. Ah, ja, okay. Das ist natürlich super wichtig, dass wir wachsen, damit wir gleich auf Tier 2 kommen können. Pilze haben wir hier auch, ey. Das ist. So, machen wir alles voll. Simple Meals. Bams. Water wird fast ein bisschen knapp mit der Zeit. So, noch 10 Einwohner. Wie viele Kinder haben wir denn? Wir haben 10 Kinder. Wenn die jetzt alle mal auf Schlag erwachsen werden, dann sind wir dicht dran, auf Tier 2 zu kommen. Deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen chronologische Meter. Und die Pelze können wir nochmal... Da werden wir sicherlich ja auch gleich noch Kleidung und so herstellen können. Jo, mit dem Essen müssen wir ein bisschen aufpassen. Da muss ich die gleich vielleicht nochmal wieder, auch mit dem Wasser, dann doch mal auf Regular runterstufen, wenn das nicht stabil bleibt. Aber das ist schon okay. Upgraden kann ich nicht, weil mir, guck mal, mir fehlen hier die nötigen Ingredienzien, Glas, Wire, Bricks, das werde ich alles bekommen erst, wenn ich hier auf Stufe 2 bin. Also ich kann kein Haus upgraden, fehlen mir einfach die nötigen Ressourcen für. Oh, hier, oh, 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 Lock geht langsam auch zu Ende hier. Ich könnte mal wieder versuchen, ein bisschen was zu erreichen. Und neues Trainingsprogramm starten. Mal gucken, ob das was bringt. Wir warten jetzt eigentlich nur darauf, dass genügend Leute erwachsen werden und sich uns anschließen. Oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Oh, guck mal, diesmal mit 3. Ah, sehr gut. Die werden erfolgreicher, die Programme. Start Training. Direkt das nächste, wenn wir noch genug Papier. Jetzt haben wir schon 4 von denen. Hi, Leute. Macht ihr eigentlich irgendwas? Nocturnal Effect. Ich weiß es nicht. Wie sieht's aus mit Essen und Trinken? Ich muss das mal so langsam wieder runterstellen auf Regular. Tools. Food machen wir wieder auf Regular runter. Ja, Water. Auch auf Regular. Und die Typen hier, die dürfen weiter in den Genuss der Extra-Portion kommen. Wir brauchen jetzt mehr Leute. Oh, da sind welche hinzugekommen. Ab, 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 ab. We must be ready. Was ist jetzt? Chief, the continuation of our life here must be based on preparedness as well as sustaining life. One of the most important lessons of the last 50 years has been that we cannot trust the seasons. The inconsistency of the atmosphere can breed hellish heat waves and Siberian colds. In any geography, the state has only worsened with time. It would be foolish to expect it to get better from here. We need to stock up on our essential needs. It's the very least on
fuel, food and water. This will help us cope with extreme seasonal cycles, as well as whatever else pushes us to contention. Though we can't prepare for everything, we can try and secure our current well-being. Ja, was? 5000 Water, 1200 Simple Meals, prepare the stockpile. Ja, geil. Jetzt habe ich natürlich gerade alles verfüttert. Das ist natürlich jetzt katastrophal. Aber dann, gehen wir mal hier schön runter für alle auf Regular. So. Und dann machen wir mal die Suppenküchen voll. Was war da denn los? Ach, deswegen gehen die runter. Die waren... War das, lag das vielleicht an dem Feuer oder was? Warum? Ich habe überhaupt nichts mehr produziert. Skandal. Deswegen ging das so schnell runter. Oh, 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 oh. Oh, 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 da muss ich ein bisschen aufpassen. Eieieiei. Okay. Deswegen. Das lief aber hier ganz schön schief. Oh Mann. Was war da denn los? Jetzt geht das hoffentlich wieder nach oben hier. Einfach nichts mehr produziert über so lange Zeit. Wie konnte es so weit kommen? Gibt es schon Bier? Ohne Bier würde ich zum Beispiel nicht siedeln, ja? Gibt noch kein Bier. Tatsächlich. Zwei haben es geschafft. Immerhin zwei. Jetzt haben wir schon sechs von diesen Craftsmans. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht einsetzen kann. What tools not yet available? Was ist das denn jetzt? Weil die noch nicht arbeiten, oder was ich weiß. Was machen die nichts? Dann können wir ja mal kurz die Produktion auch einmal runtersetzen und genau. Ich nehme Holz dafür sonst. Also jetzt geht es zumindest mal wieder bergauf. Mit dem Wasser müssen wir mal schauen. Doch, das sollte klappen. Jetzt müssen wir wieder abwarten. Ja, das war natürlich krass, dass einfach keiner mehr in den Suppenküchen gearbeitet hat. Jetzt pumpen wir mal richtig Essen wieder nach. Und warten und warten und warten. Und wo ist eigentlich David? Wo ist er geblieben? Assistant to the Chief. Wir warten. Wir können einfach nur noch warten jetzt, dass wir auf Stufe 2 kommen. Wir brauchen neue Leute. Wie bitte? Warte mal, sind die jetzt alle gestorben gerade oder was ist los? Wieso bin ich jetzt... Warum? Bin ich jetzt bei 53? Die zählen doch unoccupied, zählen die dazu? Hä? Uh-huh.
59. Wir hatten doch gerade schon 65 oder sowas. Wo sind die alle hin? Vielleicht muss ich nochmal einen Brunnen bauen. Hier irgendwo. Oh, hier. Oh, drei Brunnen. Guck mal. Drei Brunnen. Ja. Das machen wir doch einfach. So. Ja, das ist doch super. Drei Brunnen. Dann müssen wir noch ein bisschen Straße bauen. Zack. Und dann gibt es da drei neue Brunnen. Dann haben wir auch genug Wasser. Kann sich wahrlich niemand mehr beschweren. Genug Essen haben wir fast, noch nicht ganz. So, bitte bauen Sie ganz schnell diesen Brunnen. Denn das Wasser nimmt langsam ab. Das sollte eigentlich zunehmen. Und ich habe jetzt keine Lust, die Versorgung runterzusetzen, nur um dieses Ziel zu erreichen. Hier sterben die Leute wegen Krankheit weg. Ja, aber warum? Was soll man dagegen tun? Sie haben doch alles, was es braucht. Sie haben ein Dach über dem Kopf. Sie haben Essen, Pilze, Fleisch und Fisch. David ist da und kümmert sich liebevoll um die Stadt, als wäre es seine eigene. Als Assistant to the Chief. Das ist ein Rätsel. Was? Warum? Also da muss man wirklich mal genauer aufpassen, ne? Die sterben mir alle weg. Die sterben mir alle weg. Warum? Altersschwäche kann ja auch ein Faktor sein. Food Quality, Workforce Condition. Clothing Dis... ja... Ja, Leute, aber wenn ihr mir nicht die Tier 2 gebt, indem ihr euch vermehrt fleißig, dann wird's ja... da ist wieder einer gestorben. Minus 1. Died of Illness, Died of Illness, Died of Illness. Ja, okay, die sterben alle an Krankheiten. Ich kann's aber jetzt auch nicht ändern. Das ist eine große Enttäuschung. Die alle sterben an... Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Warum denn? Ich meine, klar, wir haben hier diesen Malus hier gerade aktiv. Health minus 14. Workforce Conditions. Aber sie liegt ja eigentlich noch über dem Deadly Limit. Sickness Start. Also minus 17, minus 25, 6, 7, 8, 11, irg. Das ist echt mies. Wenn man einen Tag Pause, meinst du? Ja, das kann man ja machen. Man kann ja als State of Emergency, Mandatory Break. Naja, das gibt mir halt Efficiency, ne? Da steht jetzt nicht irgendwie, dass sie dadurch gesünder werden. Und ich will ja nicht meine Efficiency erhöhen. Ich will, dass sie gesünder sind. Das ist Climate. Also so kann das ja nicht weitergehen. Die sterben mir einfach weg. Ich hab das Gefühl, ich kann es gerade nicht beeinflussen. Die sterben mir einfach weg. Ich bin nicht zufrieden mit der Tatsache, dass mir die Leute wegsterben. Was macht man in so einer Situation?
Was macht man? Apotheke? Sterben illegal machen? Ja, wir müssen einfach ein bisschen... Jetzt sind wir bei 45. Sterben uns alle weg. Storage almost full, ja. 5000 Wasser ist aber auch ein so ein krass ambitioniertes Ziel. 5000 Wasser. Das ist ja auch einfach super mies. Gibt's denn hier noch mehr, irgendwo, was ich anzapfen kann? Das ist angezapft. Da ist noch ein so ein Well. Und dann voll weit weg, ne? Muss man da denn auch wirklich hinlaufen? Boah. Schaut mal. Trotz, obwohl ich hier 4 Wasserquellen habe, trotzdem nur ein 4er Strich. Stirbt schon wieder einer weg. Sterben hier alle weg. Oh. Group of Travelers. Ja, 13 neue Leute. Es wäre so schön. Okay, das ist ja auch noch über die Gebäude, ja klar. Also es ist nicht nur der Verbrauch der Menschen logischerweise, sondern auch wir brauchen auch Wasser für die Produktionsstätten zum Beispiel. Warte mal, wo waren das? Was brauchte man nochmal Wasser für Tools oder irgendwas? Ja, und hier, da. Natürlich für die Suppen, ist ja klar. Ja, ja, klar, für die Suppen. Guck mal, da ist auch nur noch wieder einer. Aber wisst ihr was, wenn da jetzt niemand hingehen muss, ne? Die produzieren ja einfach Wasser. Niemand muss da hinlatschen. Dann ist es doch auch total egal, wo die Dinger stehen. Dann können die auch voll weit weg stehen. Dann baue ich jetzt einfach... ...noch super viele von diesen Wells. Und... Zack. Problem wäre das, wenn die da hinlaufen müssten. Aber müssen sie offensichtlich nicht. Dann ist es auch egal. So, hier haben wir nochmal 4. Das sieht gut aus. Bam. Check. Und einfach klatschen wir da jetzt noch so eine Road dran. Oh, guck mal hier. Schade. Die ist, warte. Warum geht das nicht? Ein falsch gesetzt, aber da machen wir ja so einen kleinen Schwenk. Ist das jetzt fertig mit dem? Oh Gott. Was war das denn jetzt schon wieder? Okay, das war irgendein Fehler gerade. Egal. Hauptsache, wir kriegen jetzt noch ein bisschen mehr Wasser. Was ist jetzt hier noch? Schauen wir hier jetzt noch Eisen. Wir brauchen noch ein bisschen Wasser. Wo es herkommt, das ist egal. Hauptsache Wasser. Hier ist Feierabend. Große Gebirgskämme versperren uns den Weg. Wir sind quasi wie Gefangene in so einem Canyon. Führt überhaupt ein Pfad hinaus? Ich glaube nicht. Wo ist David? Ich
finde gar kein Wasser mehr, überhaupt nicht. Das war's. Was stimmt hier nicht? Das ist ein Fehler. Das war vorhin auch so. Ah ja, hier sehen wir es doch. Da ist der Fehler. Ein Anzeigefehler. Ich meine, hier war noch ein so mickriges Vorkommen. Aber es geht jetzt ja auch schleunigst bergauf. So lange können wir jetzt auch noch warten. Das haben wir auch gleich geschafft. Oh, Soup Kitchen. Oh, wir verlieren einfach... Ey, Leute, ich kann's nicht... Ich weiß es nicht. Die sterben uns einfach hier alle weg. 55, na okay. Warte. A child was born. Died of illness. Oh, jetzt ist seit längerer Zeit niemand mehr gestorben. Sehe ich das richtig? Wir brauchen ein zweites Storage. Wo bist du denn? Utilities. Stockpile. Nee. Warte. Da brauchen wir mal einen zweiten Stockpile einfach. Bauen wir den noch hier hin. So. Bam. Zweiten Stockpile. Muss ja nicht so geizig sein. Was ist denn mit Wasser? Wird das hier auch eingelagert? Ja. Tja. Damit sind wir gleich fertig. Stockpile Construction completed. Das ist gut. Das heißt, hier können wir jetzt wieder mehr einlagern. Das wird auch alles zusammengezählt. Auch interessant, es gibt ja einige Spiele, die sind da sehr streng. Dann werden die Sachen wirklich auch nur in das Lager eingelagert, was dort steht. Und dann gibt es Spiele, da werden alle Lager unabhängig von ihrer Position zusammengelegt. Was natürlich die Wege dann immens verkürzt. Das finde ich immer ganz komfortabel. Wollen wir mal wieder welche ausbilden? Ich weiß gar nicht, die arbeiten ja auch nicht, ne? Ich habe auch nur noch zwei. Ach, toll. Einige von denen sind einfach gestorben. Das ist auch strange. Ich kann die ja noch gar nicht wirklich einsetzen für irgendwas. Ich muss einfach auf Stufe 2 kommen, bevor komme ich hier einfach nicht voran. Dazu sind wir welche gestorben. Waren wir nicht gerade bei 55? Das ist einfach eine Schande. Dann eigentlich alles hier nochmal. Simple Meals. 5000 Leather. 4000. Wozu habe ich den Kram erhöht, ne? Die Speicherkapazität. Wenn ich jetzt hier so rumgeize. So. Gut. Leute, seht euch an. Ich brauche vielleicht so eine Art Marketingkampagne oder sowas. Died of Illness. Aktuell minus 14 Health. Ja, das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie ich das runterkriege. Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja auch nichts erforschen, ne? Das ist... Erst wenn ich auf Stufe 2 bin, komme ich da weiter. Ich kann kein Krankenhaus bauen. Ich verstehe nicht, wie ich diesen Effekt da wegkriege. Warum ist der überhaupt da? Und warum sind auf einmal die Workforce Conditions so schlecht? Was ist das Problem? Warum sind die Workforce Conditions so schlecht? Ich bin so ein bisschen gerade in so einem Limbo hier. Oh no, jetzt kommt auch noch ein Sandstorm. Das heißt, da sterben jetzt noch mehr Leute weg, oder was?
kann auch den Day and Night Circle. Ach was. Guck mal. Kriegt man natürlich einen besseren Eindruck, wie. Oh, das sieht echt nice aus. Mit den Schatten und so, oder? Gar nicht schlecht. Jetzt in der Nacht gefangen oder liegt es in dem Sturm? Kann ich den hier auf Tag setzen? Ja. So. Was ist das? Ah, hier, guck mal. Warehouse, Follow Warehouse Comfort. Ja. So, jetzt habe ich hier den Bonus von plus 20 Moral. Ja, das ist toll. Ich habe... Ja, toll. Trotzdem sterben die mir alle weg. Das kann's doch nicht sein. Ich bin hier in einer Falle. Hier sehen wir es. Die Work Conditions, die Work Conditions. Ja, muss ich die vielleicht, wenn ich, Das hat hier leider nichts mit Gesundheit zu tun. Ich kann natürlich jetzt sagen, die kriegen mehr zu essen, aber dann kriege ich lediglich höhere Motivation bei den Leuten, aber das hat offensichtlich nichts mit der Gesundheit zu tun. Und die Crafts-Leute, die ich für so viel Papier ausgebildet habe, die sterben mir auch alle weg. Ich kann noch nichts upgraden, Leute. Ich auch hier. Ihr seht, ich brauche dafür Ressourcen, die habe ich erst mit Tier 2. Deswegen kein Fisch mehr. Aber warte, das ist hier. Ja, da ist noch Fisch. Keiner sammelt mehr Fisch. Keiner fühlt sich mehr für Fisch zuständig. Ne, warte, Pilze waren ja. Doch, einer kann noch Pilze sammeln. Wir haben 950 Pilze. Das Problem ist, dass die auch immer dann wegsterben und ich nicht weiß, wo die gearbeitet haben. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen blöd. So wie hier. Einmal arbeitet niemand mehr in der Forge. Und ich krieg das gar nicht mit. Oder hier. Keine Tools mehr hergestellt. Weil die mir alle wegsterben. Was? Nee. Was wollte ich hier in diesem Field Camp machen? Steine. Das hatte ich wegen Steinen errichtet hier, ne? Mach mal Steine. Haben wir eigentlich genug? Reicht einer. Ja, ey. Also, wenn ich dem nicht beikommen kann, bin ich natürlich in so einer Sackgasse, ne? Der lange Weg zu den zwei Brunnen. Nee, ich glaube nicht. Weil die gehen da ja auch nicht hin irgendwie. Also. Da läuft ja kein Mensch hin. Die pumpen einfach nur Wasser raus und fügen mir das hinzu, aber keiner holt das ab. Die werden einfach automatisch dem Lager aufgepackt. Sie schleppt sich hier ab. Wahrscheinlich ist hier auch die Demo vorbei, oder? Das kann natürlich sein, dass die Demo vorbei ist. Dass es irgendwie so eine Art und Weise ist, die Demo zu limitieren, indem man einfach die Leute wegsterben. Vielleicht ist das ja einfach ganz perfide, dass sie gesagt haben, ey, wisst ihr was? Wir sagen nicht, die Demo ist zu Ende, aber sie sterben einfach alle. Und du kannst nichts dagegen tun. Also möglicherweise war es das auch. Dann lasst uns doch einfach mal das Elend nicht in die Länge ziehen. Das macht uns ja nur traurig. Und dann kommen wir mal zu einem Fazit. Also mein Fazit zu New Cycle ist erstmal grundsätzlich ein sehr positives. Wir haben wirklich viel so Aufbauspiele gespielt in den letzten Wochen. Und da war vieles bei was Cooles.
Und ich muss sagen, der setzt sich so relativ an die Spitzengruppe, weil da so viele Sachen bei sind, die mir gut gefallen. Also zum einen ist das grafisch recht hübsch. Ich mag total diese Implementierung der KI, auch wenn das noch komplett Beta ist und vermutlich noch nicht so richtig geil funktioniert. Aber die Grundidee finde ich echt lustig. Wird auch ihre Limitierungen haben und so, aber ist irgendwie eine schöne Abwechslung. Ich glaube, dass das sehr komplex ist, wenn man dann Tier 2 und Tier 3 freischaltet und dann, wenn die Preview, die auf diesem Bild zu sehen ist, dann auch stimmt, dann sieht das so aus, als wenn man richtige Städte errichten kann, die dann auch echt pompös aussehen. Mal gucken, was noch mit dem Scouting geht, wie viel Interaktion es noch mit anderen Siedlungen gibt und so. Es ist eine Demo und ich weiß nicht, wie viel Spielumfang dieser Demo enthalten ist, aber da wird noch eine Menge dazukommen. Das habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm, das Spiel. Hat auf jeden Fall Potenzial. Also ich halte es nicht in den Himmel, aber es hat auf jeden Fall Potenzial. Deswegen freuen wir uns auf die Vollversion. Bis dahin könnt ihr die Demo kostenlos auschecken im Steam. Das war New Cycle. Freue mich sehr über eure Kommentare. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.